Ich merke gerade, dass wir beobachtet werden. Aber die Frage ist, wer beobachtet uns jetzt? Und wo ist der, der uns beobachtet? Wir machen mal so das kleine Spiel. Ursprünglich wollte ich eigentlich was erzählen über das Fetting. Das Fetting, das du dir jetzt anschaust, und ich rede immer mit dem, der uns jetzt beobachtet, der uns ausdenkt, das ist ja der Peter. Und wir wissen, PTR heißt ja die Erstgeburt, der Anfang. Hebraisiert und die Mark Gott. Du hast jetzt die in deinem Gesichtsfeld und dann hast du noch den Udo in deinem Gesichtsfeld. Das ist das, wo ich immer wieder sage, wenn du vor dir was aufspannst. Aber genau genommen, und jetzt kommt die Spiegelung, ich baue jetzt mal ganz, ganz auf unser Zyklopen-Selbstgespräch auf, das vorhergeht. Und jetzt ist schon mal wieder wichtig mit dem Vorher. Eine alte Sache, wo ich seit einem Vierteljahrhundert immer jetzt gedacht darauf hinweise, dass alles zwei Seiten hat. Selbst das Wort vorher hat zwei Seiten. Habe ich was vorher gesehen oder habe ich es vorher gesehen? Mhm. Ja. Wenn ich das vorher gesehen habe, denke ich mir, dass das in der Vergangenheit gesehen habe. Und wenn ich etwas vorhersehe, vorhergesehen habe, das ist jetzt das Eigenartige, denke ich mir jetzt etwas, was in der Zukunft passieren wird, was aber schon wieder Vergangenheit ist, weil ich ja jetzt weiß, dass ich in der Vergangenheit da in die Zukunft gesehen habe. Ja. Und wir schwingen jetzt hin und her zwischen den Möglichkeiten, die genau genommen transversal schwingen. Ja. Mhm. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass in das Gesichtsfeld, wo du reinschaust, das ist die Sache mit dem Zyklopen, dass du zuerst einmal, der Zyklop ist das ein Auge. Und du schaust jetzt erst einmal übrigens nicht nur, wenn du eine sinnlich gemachte Wahrnehmung erlebst in dir, in diesem Zentrum, sondern auch, wenn du was denkst, schaust du zuerst einmal eine Gedankenwelle an. Das ist das, was ich jetzt hier mal sage mit dem Becken. Das sind die zwei Augen, darum heißt ja AGN hebraisiert Becken. Ja. Ich kann auch lesen, die Schöpfung ist eine Gehirnexistenz oder eine geistige Existenz. Das führt uns zu dem Garn. GN, das hebräische Wort für Garten. Das sind aber wieder geistige Arten. Das ist jetzt immer nur eine Auslegungsmöglichkeit. Kann jetzt wirklich nur noch einer folgen, der die Grundlagen hat, aber wir springen jetzt nochmal in das Zyklopen-Selbstgespräch und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Ich habe gerade schon gesagt, ist jetzt nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Wir hatten doch das Spiel mit den Dimensionen, mit den Drehen der Achsen. Und dann ist es eigenartig, ich mache jetzt ganz, ganz gezielt unseren Spiegeltunnel, wo ich sage, uns das vorhergehende Selbstgespräch, und jetzt kommt das Spiel schon, und ich schalte jetzt mal das Bild ein, wie man das mit den Vorhergehenden zu verstehen hat. Und dann kriegst du eine gewisse Memorierung. Und es gibt ja den schönen Film Memento, den haben wir auch schon angesprochen. Und immer dran denken, was ich jetzt anspricht, kommt jetzt aus dir, aus einer riesengroßen Kollektion, und da ist nichts zufällig, weder der Film Matrix noch Inception noch Interstellar. Wenn das in dir auftaucht, in deinem Traum, soll dir das was sagen, das sind aber Symbole. Es hat nichts, absolut nichts mit dem zu tun, was du bisher geglaubt hast, dass da außen ist, wenn du dir es nicht ausdenkst. Ja. Es ist alles gleichzeitig innen. Ja. Das ist jetzt sehr interessant. Wenn du jetzt an dich denkst, denkst du an deinen Körper. Alles, was du wahrnimmst, wenn du an dich selbst denkst. Jetzt denkst du mal gezielt an deine Information. Und zwar fokussierst du dich jetzt mal auf deine sinnlich wahrgenommene Information und dann schaust du in ein Gesichtsfeld, in einen Halbkreis rein. Da hast du jetzt vor dir wahrscheinlich den Monitor mit Peter, Margot und Udo als Pixelmännchen und einen Hintergrund von dem Monitor. Und es scheint alles da außen zu sein, in einer gewissen Entfernung vor dir. Obwohl es doch deine Information ist. Ja. Und jetzt ist es interessant, der uns beobachtet. Erinner dich, wo ich sage, wenn wir unsere zwei Wände haben, ich maximal von dir aus gesehen, auf dem Monitor und die Decke haben und du schaust jetzt, die Wände sich aufspannen in dieser Halbkugel, da machen wir jetzt praktisch nur in dem Kreis, machen wir hier drei Ecken rein, das sind diese drei Ecken, der vierte ist ja die Abschlussecke. Das wäre jetzt in dem Fall eine Fläche, weil der wird immer größer. Und alles, was sich in den jetzt abgezirkelten, von diesen drei Spiegeln abgezirkelten Raum befindet, wenn das Bewusstsein wäre und in den Raum reinschaut, befindet sich das ja immer im Mittelpunkt. Richtig. Mhm. Ja. Und jetzt musst du das umdrehen, dass der vierte Abschlussspiegel, der diese Unendlichkeit abschließt,
dass der genau genommen ein Punkt ist. Das ist eigentlich das Loch in dem runden Spiegel. Jetzt denk bitte ganz abstrakt mit. Du denkst dir unseren Spiegeltunnel, den wir mit einem runden Spiegel, wo wir einen schwarzen Ring rumgezeichnet haben. Ares, das Schwarz ist ja schon mal Krishna, wo alles in einem Punkt zusammenfällt. Dann kriegst du hier diese schwarzen Ringe in Unendlichkeit, die dann irgendwann einmal für dich ein Punkt werden, aber da ich weiß, wenn ich jetzt da reinlaufe, komme ich nie an das Ende. Das ist wie Alice hinter den Spiegel, die ins Schloss will. Ja, genau. Sie, wenn zum Laufen anfängt, es ist immer weiter weg, bis ihr stehen bleibt und dann ist sie in der Mitte. Genau. Jetzt ist natürlich interessant, dass wir in der Z-Achse wissen, dass wenn wir uns jetzt nochmal um eins hochheben, dass das ja eigentlich diese Ringe gar nicht in die Tiefe reingehen, sondern dass das eigentlich nur Ringe sind in dem Spiegel, in dem sich das befindet. Ja. Ich habe den Spiegel davor mit dem Ring und dem Wandspiegel und alles, was hinter dem Spiegel zu sein scheint, ist ja im Spiegel. Ja. Das heißt, dieser Spiegeltunnel ist eigentlich so, wie wenn ich die Ringe jetzt ineinander schiebe und eigentlich bloß Kreise sind. Das wäre jetzt, wenn ich jetzt einen Sinus 1 mache und ich gehe jetzt runter, Sinus 2, Sinus 3, ein Drittel, das ist ja dann immer Sinus, ein halber Sinus 2, ein Drittel Sinus 3, dann wird der Ring immer kleiner und die Kleinigkeit zeigt, dass er immer schneller dreht. Ja. Wir Transformation denken. Ja. Wenn man das jetzt im Hinterkopf hat, sehr interessant, dann ist ja alles, was du jetzt vor dir siehst, befindet sich ja in dem Punkt. Der uns jetzt anschaut, ist ganz interessant. Selbst was er sieht, ist eigentlich in seinem Kopf und der Kopf, den er sich jetzt ausdenkt, das ist übrigens der kleine Punkt, den kannst du genau bei dir fokussieren, schaue ich rang dir jetzt fast in das Zyklopenauge rein. Ja, gut. Ich lang jetzt in das Zyklopenauge, das ist ein kleiner Punkt. So, jetzt, wenn man das einmal verstanden hat und jetzt machen wir einen ganz irren Weg in eine vollkommen neue Welt, wie ich führe dich jetzt einmal, ich bin der Hase in deinem Dachtraum, der dich jetzt hinter die Spiegel führt. Dazu übertragen wir mal das Bild. Ich tue mal Audio mit einschalten. Ich will zwar eigentlich nichts laufen lassen, aber vielleicht brauchen wir es, wird das sich wieder was. Und da springen wir jetzt als allererstes einmal, springen wir dahin. Den machen wir mal weg. Ja. Ein Fischer holt ein weißes Baby. Wir hatten das ja in unserem Chat, hat da wer was reingestellt, denke ich mir jetzt aus. Wie genau er das natürlich betrachtet hat, ist eine andere Frage. Das ist jetzt natürlich ausgedacht. Wir haben wieder einen Monitor und das ist jetzt sonderbare Meereskreatur, eine Mutation, nämlich ein weißer Zyklopenhai. Können wir jetzt noch mehr Bilder hersuchen. Was wichtig ist, ist wieder die Worte. Das ist nämlich hier dieses weiße Baby. Ich weiß, streu dir alles aus. Das Weib. B.A., die polare Schöpfung heißt herausgehen und B, wenn ich jetzt das lese, das was aus mir, diese polare Schöpfung ist in mir. Ja, genau. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, weil das ist H.I., die Quintessenz ist das Nichts. Genau. Und das ist Elayom. Ja. Elayom ist UB, der zum Kreisen anfängt. Ja. Ist alles. Die Geburt von Augenblicken. Und jetzt schauen wir uns, wie wir das schreiben. Die Geburt von Augenblicken sind alles, was zum Kreisen, was UB, UB ist. Und das kommt aus der Quintessenz des Schöpfergottes, das ist Nichts. Wobei wir natürlich da nochmal eins dazu machen können. Wir schauen jetzt nochmal nur diese Sachen an. Ich komme dann wieder zurück zum Spiegel, oder? Dass wir jetzt erst einmal sagen können, wir wissen ja, der Hai, wir schreiben das einfach mal so HI hin, wissen wir, HI ist das Nichts. Ich lasse jetzt extra mal das Rot weg, weil das brauchen wir später eventuell. Das ist ja zusätzlich dann, das Ei ist ja die Insel und die Küste. Und das kriegt man dann mit, wie man das zu verstehen hat. Ich komme nämlich dann gleich zu den Wellen. Wir brauchen zuerst einmal den Schöpfergott. Tausendfach erklärt, wir gehen jetzt etwas tiefer rein und das ist ja nichts un. Jetzt haben wir wieder aufgespannte Existenz. Das, was jetzt nacheinander kommt, wie Wellental und Wellenberg, ich drehe das mal um, können wir jetzt das nun draufsetzen, dann hast du schon sehr abstrakt einen Kreis. Darum heißt es, doppelt aufgespannt wird U und N wird zu einem O. Ja. Jetzt weißt du, wieso das auch wo heißt. Ja. Das U und die Verneinung. Ja. Bei der Insel wird es natürlich ganz, da springe ich jetzt da runter. Wenn man die Farbenendung ist, A ist die Schöpfung Gottes. J am Ende heißt ja mein, der kleine Gott, dann heißt es meine Schöpfung.
Ja. Jetzt ist also hier, was die Insel anbelangt, kann ich jetzt Folgendes machen. Dieser Schöpfergott ist göttliches Sein, IN, rot gelesen. Es ist Bewusstsein und L ist Gott. Ja. Das heißt, das göttliche Sein ist Bewusstsein und das ist Gott. Mhm. Das ist aber alles rot, das ist nichts. Darum kann man das Ei auch so schreiben, das göttliche Sein spannt jetzt eine Raumzeit auf, die 60 auf der 10er Ebene, die aber in Gott ist. Ja. Das göttliche Sein ist kleiner, darum mache ich, das sind jetzt erst einmal die vier Spiegel. Im Zentrum wäre jetzt natürlich hier zum einen das Raumzeitliche, das aber eine Illusion ist, weil ein Raum in einem Spiegel ist ein Traum, ein TR, ein T-Raum, TR-Raum. Ja. Und das ist letztendlich nichts, das in der Z-Achse vor dir rum in dem Gesichtsfeld aufgebreitet wird in der VR-Brille, ist nicht da außen existierend. Ja. Wir können natürlich jetzt auch sagen, wir machen aus den Hai, was bist du eigentlich? Bist du ein Hai oder bist du ein Wal? Ein Wal. Das heißt jetzt, und wo ist das Ganze? Natürlich im Zentrum. Jetzt wird es sehr interessant, darum ist auch hier, Entschuldigung, halt den Wal-Brauma. Ich habe mich vertippt. Ja. Denke ich mir doch gerade, stimmt was nicht? Mhm. Und das heißt jetzt, und Gott. Ja, ja. Du bist alles, was du dir ausdenkst, und Gott. Das ist aber, da ja das alle auch nichts ist, heißt es dann und nicht. Wird normalerweise im Hebräischen heißt es Schau und, ja, aber Gott und der eine Gott von. Das ist wieder unsere hebräische Itzakluria Akademie. Du bist jetzt das All, heißt auch die Macht, die Stärke, die Kraft. Ja. Dieses Ganze, das Wort Gott, ist ja bekanntlich UB 86 Elohim, Gott das Meer. Und das Wort Gott symbolisiert alle möglichen Gedankenwellen in einer heiligen Einheit. Und alles gleichzeitig ist nichts, dann bist du ein Wal. Mhm. Da wollen wir uns jetzt nicht so arg verlieren. Jetzt kommen wir zu den Hai und den Wal, habe ich. Das Meer ist klar, ist UB 86 Elohim. Das Zü, da machen wir jetzt einmal Folgendes, dass man Z ist klar und für das Y nehmen wir einfach mal die 70, weil die genauso aussieht. Mhm. Das heißt, die Geburt eines Augenblicks, eines Beckenblicks. Mhm. Mhm. Wir können natürlich auch hier das Zyklop mit einem I schreiben, Zyklop. Ah ja. Mhm. So müssen wir es machen. Dann kriegst du plötzlich dein GFF, das Geschenk von zwei Facetten. Mhm. Ja. Das ist also mal hier, jetzt wird es interessant, Effendel bedeutet es, das ist jetzt so aus der Bibel heraus ein Wesen in der Wüste. Immer dran denken, die Wüste ist Midbar. Habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen. Ja. Das Midbar ist ja MD-Bar, heißt eigentlich auch der Sprecher, die erste Person. Aber der befindet sich ja, du bist ja zur Zeit, du ziehst ja zur Zeit noch durch die Wüste. Und diese Wissentiere sind Dämonen, das sind die Damen, das ist die von der Logik angetrieben waren. Darum bist du hier definitiv eine Affinität, darum hat es den Wert 100. Und diese Affinität hat in sich selber dann 45 den Adam im absoluten Zentrum als männlich und weiblich. Mhm. Kannst du ungefähr folgen? Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier den Zü, Kol wissen wir ist alles. Ja. Dieses Kol ist wie Licht. Ich habe übrigens in dem letzten Selbstgespräch, da hat man Kol stehen und ich rede dann, das ist das Fundament. Weil alles, das Fundament von allem, da ist ja eigentlich Ken. Wir wissen KN, wie existierend ist das F unter, das du dir überlegst. Aber in dem Wort Kol, wenn ich das Deutsch mache, alles, alles. Mhm. Les ist das auseinandergeschmissene Überlegte. Und alles ist nichts, aus dem das entspringt. Und es entspringt dann praktisch hier, O ist ja gleich U ist UB. Und das ist wie nichts. So, da haben wir jetzt unseren Zyklopen. Das wollte ich nur vorne wegschieben. Und die ganze Schwierigkeit ist, und jetzt springe ich hier als nächstes mal noch Hologramm rein. Schau dir mal die Bilder, ich habe jetzt nur Bilder hergeholt. Da siehst du jetzt was ganz Eigenartiges. Da gibt es viele Darstellungen. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn dir ein Physiker erklärt, wie ein Hologramm funktioniert, wenn er das wirklich studiert hat. Denk an die Beispiele von dem letzten Selbstgespräch.
Er äfft nur nach. Wenn du ein Theologe bist, du äffst das nach, was man dir an der Universität beigebracht hat. Wir Physiker wissen ja. Aber die muss irgendwann einmal glauben, dass das, was du als Beweise ansiehst, logische Konstrukte sind, die du gar nicht aufbauen kannst, wenn du nicht vorher das Wissen hast. Aus deinem Wissen entspringen deine Vorstellungen. Im Anfang war das Programm. Und jetzt ist es interessant, ich habe in dem letzten Selbstgespräch angesprochen, unser Spiegeltunnel. Da habe ich jetzt am Anfang davon gesprochen, schau her. Ja, genau. Die Zeichnungen sind übrigens nicht ganz korrekt. Ich will jetzt das nicht wissenschaftlich erklären, weil da würdest du überfordert sein, außer du hättest die Grundlagen. Mir geht es jetzt nur, dass du ganz einfach schaust, was ich dir erkläre und dass ich sage, wenn du in den Spiegeltunnel reinschaust, in die Tiefe, wird es ja immer kleiner in den inneren Ring. Das ist ja eine Röhre in der Z-Achse, die genau genommen sich aber in dem Spiegel in der Wand befindet. Ja, genau. Unser kleines Beispiel mit dem Spiegel in der Wand. Ja. Wenn man das jetzt einmal hat, ist der Aufbau der Selbstgespräche, das will ich jetzt unbedingt noch mit reinschreiben, wenn wir jetzt in die Updates anschauen. Das sind ja die neuen Updates. Ja. Auge des Zyklopen, das ist jetzt das Vorhergehende, dann haben wir wieder ein Vorhergehendes, das ist also hier diese Verabschiedung. Ja. Da kann ich jetzt, weil ich den Ton habe, nochmal ganz leicht, dass jedes Wort V ist gleich R. V steht für bistabil. Ja. J-C-A, I-C-A, die zwar eins sind, wenn sie balancieren und dieses J-C-A, I-C-A ist dann auf einer noch tieferen Ebene UB. Mhm. Ja. Das ist unsere Reihe der Ichs. Und jetzt erkläre ich ja hier, dass diese Verabschiedung, wenn wir wieder eins werden, wenn wir wieder zurückgehen in diese Einheit, die wir eigentlich gar nicht reingehen können als Geist, weil wir da immer sind, mach dich heil. Du musst hier loslassen können. Du musst dich vor jedem Gedanken verabschieden, dass du den zurückkriegst. Ja, eben. Das ist, hast du mal diese Verschiebung. Was verstehst du, wenn du etwas besitzt? B sind zwei. Und du sitzt zwischen den zwei, schau das kleine Bild an, die du dir selber ausdenkst, schaust du aber bloß immer die Seite an, die du dir vorstellst und das, was dazugehört. Du schaust jetzt nach oben und dann denkst du nicht an unten, du schaust nach unten, dann denkst du nicht nach oben. Du strebst Gesundheit an, du strebst Reichtum an, du strebst Glückseligkeit an. Und immer wieder mein Beispiel mit Sonnenschein und Regen. Wenn nur die Sonne scheint, wird in deiner momentanen Vorstellung alles kaputt gehen in kürzester Zeit, weil jede Einseitigkeit, die du intronisieren willst, egal was irgendeiner besser machen will in einer einseitigen Denkweise, erzeugt im selben Moment ein Gegenteil, das nötig ist, dass du in die Mitte kommst. Das heißt, selbst wenn jetzt du immer gesund sein willst und du wünschst dir, dass alle Menschen gesund sind, wird deine jetzige Welt, wenn du nicht Systemparameter mitveränderst, denk an mein letztes Beispiel von der Kugelscheibe zur Kugel denken, wird dir alles kaputt gehen. Ja. Ich garantiere dir, wenn du morgen wach wirst und ab morgen in deinem normalen Denken ist kein Mensch mehr krank, wird deine ganze Wirtschaft zerstört. Oh ja. Ja. Stimmt. Alles. Stimmt. Weil eine Einseitigkeit zwangsläufig zur Zerstörung führt. Der Weg geht in die Vollkommenheit, dazu brauchst du beide Seiten. Und alles, was du jetzt erkennst in deiner Welt, was dir die Elite oder irgendwelche Menschen, auch einfache Menschen wollen, sie streben Einseitigkeiten an. Und damit zerstören sie eigentlich ihre eigene Heiligkeit. Heil ist was anderes wie gesund. Ja. Und diese Zerstörung ist wichtig, dass was vollkommen Neues entstehen kann. Wir müssen das H, an dem du dich festklammerst, diesen Buchstaben, als Symbol für das komplette Wissen der Menschheit, erst einmal zerstören, auf Null setzen und dann kann man ein Wort für den Buchstaben aufbauen, das Wort Haus. Mhm. Das ist wie ein viel komplexeres Programm. Mhm. Und jetzt ist diese Verabschiedung, erkläre ich ja hier, dass erst einmal das V, ich mache das nochmal, dieses forderlich, es ist erforderlich. Da kannst du selber reinschauen, das ist erst einmal ein Los, ein Schicksal, das generiert wird und das Licht ist ja schon das Licht, das blaue Licht deines Ich. Schau es dir einfach an, was das bedeutet. Sich selbst von seiner Bewusstsein ist ein nicht existierendes E-Quadrat-R-Kopf. Das sind wir zwei jetzt, in dem Kopf, der uns ausdenkt. Da gehört der zu, der mir jetzt zuhört, und da gehört jetzt der Geist, der hinter der Maske vom Beda ist, der Geist, der hinter der Maske vom Udo ist, der Geist, der hinter der Maske von der Margot ist, und der Geist, dein Geist, der hinter der Maske ist, hinter dem, den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst.
Das ist Es Ayin, dieses Bewusstsein, ist der, der sich alles ausdenkt, seine ganze Welt. Ja. Und die bisherige fehlerhafte Welt-Vorstellung, immer ELD ist das Brandopfer. Ja. Der polare Rand, den du vor dich hinstellst, das überlegst, genau genommen die Welt deiner Gedankenwelt. Du musst dich geistreich verabschieden davon, dass du einen nächsten neuen Gedanken kriegst. Was du zurzeit machst, du hebst in dir Variationen von Variationen hoch, ohne irgendwas Neues, wirklich Neues zu schaffen. Mhm. Wir reden hier von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und immer daran denken, wir haben wieder zwei Seiten. Du kannst durchaus jetzt eine Information in dir auftauchen, die du noch nie gesehen hast, angenommen du machst eine Weltreise. Wir können uns jetzt unendlich viele Bilder und Perspektiven denken, die du auch auf deine Verabrede realisiert zauberst, die du noch nie gesehen hast. Aber ich garantiere, da ist nichts, was wirklich neu wäre, was nicht schon prinzipiell da wäre. Du siehst Menschen, wo man nur die Oberfläche morphen, wo man die verändert, die dann dunkelhäutiger waren, die Häuser waren anders, die Bäume waren anders. Aber es ist eigentlich nur Variationen von Variationen von Variationen. Ja, stimmt. Mir kommt gerade in den Sinn ein altes Beispiel, was ich jetzt sage, wir machen einmal eine Fantasie, wir denken uns jetzt ein Kind, einfach mal, mach aus den Worten Vorstellungen, wir denken uns jetzt ein kleines Kind, das hat einen Matrosenanzug an und es zieht hinter sich her einen riesengroßen Luftballon an einer Schnur und der Luftballon hat die Größe eines VW-Busses, ist rosa-rot und hat blaue Tupfen drauf. Ist das jetzt fantasievoll? Ich sage, da ist überhaupt nichts Neues dabei. Das sind alles Sachen, die du kennst. Du kennst Kind, du kannst mit dem Wort Matrosenanzug was anfangen, mit dem Wort VW-Bus, mit rosarot, mit Bunde. Diese Vorstellung baut auf Wissenselemente, die du eigentlich alle kennst. Wir haben die bloß etwas neuer zusammengesetzt. Aber es ist nichts vollkommen Neues dazugekommen. Mhm. Das ist das, wo ich sage, Holofeeling ist vollkommen Neues. Benutzt das Wissen und geh darüber hinaus, weil wir zu dem H noch vollkommen neue Buchstaben mitmachen, die komplett eigenständige Denksysteme sind. Stimmt. Und jetzt kommt um diesen Zustand zu kriegen, musst du dich zuerst einmal von dem Bestehenden geistreich verabschieden. Und jetzt ist es dieses Verabschieden, bedeutet V wie stabil. Ist es richtig oder ist es verkehrt? Musst du zuerst einmal auf die Spitze stellen, dass beides gleichzeitig in der Balance ist. Mhm. Und dann wirst du zu einem Erwachten. Und dieser Erwachte und er, JCH und ICH, ist eigentlich UB. Ich muss das nochmal herholen, diese Reihe von den Ichs. Da steht ganz am Anfang, der gelbe UB ist in dem roten drinnen. Und dann wird dann praktisch, JCH und ICH sind dann im gelben, weil wir innen und außen ständig austauschen. Ja. Und ich, UB, bin jetzt der blaue Udo Petscher. Das ist aber nur eine vergängliche Gedankenwelt. Und jetzt ist hier V, stellt sich vor. Ja, ja. Ich versichere, dass ich Ihnen nichts Böses will. Wer sind Sie? Siehst du, ich garantiere dir, ich will dir überhaupt nichts Böses. Ich bin gekommen in dir als Brösel aufgetaucht, als Person. Ich nenne das ja immer Brösel aufgetaucht vom Heiligen. Ein Brösel, ein Gedankenmensch von unendlich vielen Menschen, die ich mir ausdenken kann. Und dann nehme ich jetzt eine Person in deinem Traum an, eine Maske an. Wer? Wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was? Und was ich bin, das ist ein Mann mit Maske. Also gut, was ich zurzeit bin, ist ein Geist. Mann steht für Geist, Seher, ein Denker, der eine Persona aufhat. Drum heißt ja Person nicht nur Maske, sondern Persona heißt auch hindurchtönen. Ich spreche jetzt durch diese Maske zu dir, der aber zu dir spricht, ist der Geist hinter der Maske. Genau. Das Verrückte ist, dass ich dir erkläre, dass ich letzten Endes du bin. Weil du denkst dir ja den Udo aus und was der Udo spricht als eine Figur in deinem Traum, ist das, was du träumst. Und jetzt als ausgedachter träumender Geist wieder unser Projektionsdisplay, Maske, symbolisch auf einer höheren Ebene, kannst du dir das auch wieder nicht raussuchen. Oh, das kann ich sehen. Natürlich. Ich zweifle ja auch nicht Ihre Beobachtungsfähigkeit an, sondern stelle nur fest, wie paradox es ist, einen maskierten Mann zu fragen, wer er ist. Der wird sich ja nicht maskieren, wenn du das sehen könntest. Den Geist hinter der Maske kann man nicht sehen, der kann man nur Es-Ayin, der kann man nur sein. Bewusstsein ist nicht existieren, ist niemals was Blaues, selbst wenn wir es ausdenken. Super. So, das ist nur, weil ich jetzt, das wollte ich jetzt nur nochmal ansprechen, worum es mir geht, ist das Memento-Phänomen. Dieses Memento-Phänomen haben wir, wenn wir hier jetzt in die Updates reingehen, dass du zuerst einmal wissen willst, ursprünglich war ja dieser Blog, den wir jetzt die neue Internetseite haben,
wo der Redo darauf hinweist, dass es jetzt die neue Internetseite gibt, ist ein Archiv. Da steckt die Arche schon mit drin, die Updates, das Update-Archiv. Und jetzt sieht es so aus. Ich schalte es mal ganz kurz ein. Bitte versuch einfach, ohne groß sich einzumischen, hier diese Gedankengänge zu folgen. Das ist jetzt der letzte Dezember 2020. Am 31. Dezember ist dieser Hinweis kommen, der wird jetzt geschlossen. Man kann dort zwar noch reingehen, das ist jetzt nur der Dezember und jetzt ist jetzt Jahreszahl. Das hier ist praktisch diese Datei geöffnet. Wir können jetzt den November aufmachen, das platzt dann auf, oben auch den Oktober aufmachen. Und da können wir jetzt zurückfahren. Und dieses Spiel hat begonnen. Du siehst jetzt, da sind schon einige Updates drin, wenn du jetzt vor allem die alle einzeln aufmachst. Und das Spiel hat begonnen im Oktober 2006. Den kann man mal anschauen, was da das erste war, was drin steht. Und da habt ihr noch, dass man zuerst einmal die hebräischen Schriftzeichen laden muss. Das ist also hier so die Darstellung. Dann, wohin die Reise geht, meine Aufgabe, das sind natürlich noch sehr, sehr rudimentär. Hier einfach ein Mystiker ist, sich des Lichtes noch umfassend, der bewusst, er ist höchstes Genie, Jesus, der eine Mystiker aller Zeiten kann nie übertroffen werden, der Meister aller Meister, aber er kann erreicht werden. Schon aufgrund der Lehre von Jesus selber, der sagt, ich bin du, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ja. Ja. Das Ende der Reise des Menschen ist, Jesus im vollen kosmischen Bewusstsein des Lichtes gleich zu tun, also ich zu werden. Also ich bin schon du, bist du schon ich, sage ich immer wieder. Mhm. Wer ist ich? Ich bin der, der sich alles ausdenkt. Der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Mhm. Da kommt nichts von außen. Aber was mir jetzt, wieso ich das zeige, und ich springe da ganz kurz nochmal zurück, der Geist hinter der Maske des Fellings und noch einige Geister, der Geist hinter der Maske der Helene, der Donis, da weiß ich, dass die komplett lückenlos all diese Selbstgespräche, weil die von Anfang an dabei sind, kein einziges, die meisten sogar mehrere Male angehört haben. Stimmt oder stimmt, wenn ich jetzt meinem Fetting frage? Ja. Ja. So, was macht jetzt einer, der relativ neu einsteigt, der sich jetzt dieses Video anhört? Der hat jetzt, wenn er hier in das Aktivativ reingeht, hat er immer nur das Erste, das Aktuelle. Und er kann nach unten fahren, soweit jetzt die übertragen sind. Die sind ja, jetzt muss ich wieder raumzeitlich wann dabei geben, sich sehr, sehr viel Mühe, das zu übertragen. Aber das geht bloß bis zu einem gewissen Punkt, weil das ja tausende von Seiten sind. Ich bleibe mal in den Archivordner. Wenn du jetzt als allererstes hier das aktuelle Update hörst, das sind die hier, dann haben wir immer das Vorhergehen, die bauen aufeinander auf. Ja. Das ist das Gestrige, das, was wir jetzt aufnehmen, wird auch jetzt reingestellt, das wirst du dann wieder eins weiter oben haben und wieder eins weiter oben haben. Ich sage, ich baue auf den vorhergehenden Updates auf. Und du kannst jetzt eigentlich nur, wenn du das liest, was du feststellen, was ich jetzt erzähle, baut auf dem Update ab, was ich hier erzähle, baut auf den Update auf, was ich hier erzähle, baut auf den Update auf. Und man muss jetzt in einem gewissen Maß, wie in dem Film Memento. Genau. Darum sind die Filme da. Mhm. Mhm. Ja, das wird jetzt zu weit. Machen wir mal hier. Das wird jetzt zu weit führen, was ich jetzt vorhab. Sonst ufe ich zu weit aus. Man muss schlichtweg und einfach Folgendes machen, wenn wir uns das jetzt in einer chronologischen Reihenfolge denken, dass du dir das anhörst und das im Memento, geh mir von hinten nach vorne. Das heißt, es sind immer wieder, du hörst dir das an, dann hörst du dir das, du kannst es ja immer nur von unten nach oben anhören. Das sind dann so Schleifen, wo du reingehst. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, ich springe jetzt einmal Zeit zurück und dann fange ich irgendwo an oder ich springe wild drin rum, weil jedes Update ist. Die sind alle jetzt, wenn du diesen Ordner öffnest, Update-Archiv, das ist ein großes Chat. Und dieses große Chat ist erst einmal in Unterordner eingeteilt, in Jahreszahlen und dann wiederum in Monate. Die Monate sind dann in Tage eingeteilt und wir haben wieder unser Bücherregal mit davon. Ja, ja. Und ab einer gewissen Größe kannst du mit einer chronologischen Reihenfolge sowieso nichts mehr anfangen. Du kannst dich aber treiben lassen, weil ich inspiriere dich ja maßgeschneidert für dich, weil ich dir immer die Updates auftauchen lassen, die momentan für dich lehrreich sind. Okay? Ja.
So, jetzt kommen wir zu den Hologrammen zurück. Diese Zeichnung, und ich gehe jetzt bei einer Hologrammbrille, die hat ja die Eigenart, ich habe da angesprochen, das ist jetzt das Hologramm eines Bundes. Und wenn du das genauer anschaust, und das ist jetzt nicht ganz korrekt nach außen, ist es im Prinzip wie eine Kugelwelle. Da springen wir jetzt ganz kurz einmal eine zweidimensionale Darstellung einer Kugelwelle. Jetzt ist das Problem natürlich schon, dass WL, wir wissen, doppelt aufgespannt ist mit 70 geschrieben, L heißt hochheben, magst immer wieder für welche, die das augenblickliche Licht, der Augenblick auf das Licht. Und für den Anfänger würde ich immer zuerst das ganze Wort empfehlen. Das ist dann immer die Höhe, da haben wir jetzt schon das HWH. Höhle wird dann auseinandergeschmissen. Das ist das obere, da kommen wir dann gleich dazu. Das OB ist nämlich sehr wichtig. Dieses OB haben wir nämlich in der Kamera Obscura. Und das ist ein Joch. Beim Joch habe ich immer Bilder hergemacht. Joch, musst du dir mal vorstellen, sieht aus wie eine Sinuswelle. Okay? Ja. Jetzt kommt natürlich, dass das auch noch nahe ist und ruhend ist. Nach heißt ja hebraisiert ruhend. Ja. Und das ist dir ganz nahe. Das, was oben ist, ist eigentlich in dir drin. Weil du ja unten bist, im Meer, und du überlegst dir jetzt eine Gedankenwelle und dann setzt du deinen Nullpunkt nach oben, wenn du nochmal hinschaust. Okay? Ja. Jetzt müssen wir ganz einfach, ich springe jetzt mal hin und her. Was du jetzt siehst, was für dich wie ein Tunnel ist, das wäre jetzt eigentlich diese Kreise, wenn du hier in den Spiegel durch das Loch aus dem Zentrum herausschaust. Brauchen wir den Spiegel davor, wo wir einen schwarzen Kreis drauf machen. Das wäre jetzt die große Reihe, der große Spiegel in der Mitte. Und dann schauen wir durch das Loch hier hindurch und dann schauen wir in die Röhre und dann sind die Kreise dann immer kleiner ins Unendliche verstreut. Ja. Das ist aber genau genommen das dahin, dieses Le ist ja im Spiegel drin, darum ist es im Spiegel selber, sind es Kreise. Ja. Und das ist jetzt jeder Punkt ist eigentlich gleichzeitig da. Ja. Da müssen wir in die Früh dran sagen, ich will mal diese Kugelwelle machen und die Fehler in der Physik, da heißt es hier schon, dass diese Kugelwelle, die entspringt und wieso auch immer, du gehst immer davon aus, dass irgendeiner, den du dir jetzt ausdenkst, irgendwas entdeckt hat. Und du wirst dann oft sagen, ja, ich weiß ja nicht, wer jetzt diese Internetseite gemacht hat. Was der sich dabei gedacht hat, ist ja ein Wissenschaftler wahrscheinlich gewesen, der hier über Kugelwellen redet, was er letztendlich ja auch dann, wenn wir uns das jetzt denken, auch wieder bloß nachplappert, weil er muss das Wissen ja irgendwo herhaben. Stimmt oder stimmt? Dann ist aber die große Frage, wieso macht er das da innen rot? Beim Zentrum der Adamis. Das weiß der jetzt diese Internetseite macht, das bist du. Genau. Ja. Es steht und fällt, dass dir jeden Moment bewusst ist, dass jede neue Information, die in dir austaucht, aus dir selber kommt. Jede Internetseite, die mir jetzt anklicken. Und da ist jetzt hier übrigens, wenn ich mir jetzt bewusst einen ausdenke, so wie man sich normale Menschen ausdenkt, ist das ein Vollpfosten. Und zwar schon letztendlich aufgrund dieser Sache, dass Kugelwellen ist eine sich regelmäßig gleichmäßig von einer Quelle, das ist in dem Fall bei einer Kugelwelle, das Zentrum in alle Raumrichtungen, die wir um uns herum ausdenken, in unseren Traum, den Raum in Traum, G ist ein Spiegel, ins streng konzentrischen Wellenfronten. Wenn du dir das Wort anschaust, das Zentrum, Kendron ist der Stachel. Ja. Kendron, Zentrum. Der Stachel ist konzentrisch, heißt, man übersetzt es mit dem Mittelpunkt. Okay, das ist aber hier, wo SD8, der raumzeitlich erscheinende Brudergott, sich befindet und dieser Mittelpunkt ist das Zentrum momentan deines Kopfes und dieses Zentrum, da wir uns das jetzt ausdenken, ist das ein peripheres Zentrum. Denk wieder an unseren Sternwerfer. Aber diese zentrischen, ischen heißt schlafen und alternieren, sind Kon heißt zusammen. Ja. Das sind Wellenfronten aus B-Reihe, aus dem Inneren des Spiegels sich heraus gespiegelten T-Enden. Ist dabei? Ja. Aus einem im Spiegel befindlichen gespiegelten Enden, die hier herausgespiegelten erscheinen wie eine Welle. Und jetzt kommt das große Problem, der das schreibt, zum Beispiel bei Schallwellen und bei Lichtwellen. Ist schon das erste große Problem, weil Schallwellen sind nämlich Longitudinalwellen. Das wäre jetzt die Wasseroberfläche, das sind Longitudinalwellen und Lichtwellen sind Transversalwellen. Die schwingen
nicht wie wir jetzt, wenn wir da von oben auf das Meer drauf schauen, longitudinal nach außen, sondern die schwingen auf und ab. Ja. Die würden jetzt nur in den Mittelpunkt hin und her schwingen. Mhm. Ja, genau. Ja. Das sind Transversalwellen. Das heißt, nur Schallwellen und Wasserwellen können sich ausbreiten, wobei jetzt wieder Wasserwellen können sich nicht kugelförmig ausbreiten. Mhm. Und Schallwellen können sich übrigens auch nicht kugelförmig ausbreiten. Man denkt sich das so, weil man von einem Raum ausgeht, aber unser Raum ist ja ein Volumen. Genau. Und dieses Volumen heißt eigentlich Rollen. Ja. Und die Lichtwellen oder die sogenannten elektromagnetischen Wellen. El, Gott, Eck, in einem Eck ist ein Punkt und Roh heißt seine Reihe. Reihe heißt Spiegelwahrnehmung. Ja. Sind immer Transversalwellen. Also elektromagnetische Wellen, dazu gehört auch das Licht, sind Transversalwellen. Und wenn wir da jetzt reingehen, ist es die Abstrahlung in ein homogenes, isotropes Medium. Ich kann jetzt jedes Wort, sonst muss ich zu weit ausgehen, der Ausgangsort der Wellen, das heißt, der Sender ist also punktförmig. Das heißt, wir denken uns jetzt einen Punkt, aus dem alles herausgeht. Mhm. Das ist wie ich dick, dass du das verstehst, weil das auch für dich wie ich dick ist. Wir sind dieser Mittelpunkt. Wobei du jetzt als rotes Ich schon ein peripherer, von mir ausgedachter Mittelpunkt bist, der sich in mir befindet. Mhm. Sind die verschiedenen Geistesfunken, die träumenden Geister. Denk wieder an meinen Sternwerfer. Aus mir gehen, sagst du mal, alle Hauptfunken raus, die Geistesfunken, und aus euch spritzen wieder Funken raus, und aus denen im Widersprung, so denken wir uns das. Das ist ein Isotropstrahler. Schauen wir uns den Isotropstrahler an. Die Isotrope und Antenne, da haben wir jetzt im Prinzip dasselbe animierte Ani. Das ist dein blaues Ich, dein animiertes Dia, auseinandergeschmissenes Grammatik. Grammar. Ja. Da haben wir jetzt nur den roten Punkt. Und das, was ich hier ausdehne, musst du jetzt erst einmal glauben, was ist der Unterschied? Und da kommt jetzt dieses zwanghafte, raumzeitliche Denken von jedem normalen Menschen, von jedem religiösen Menschen, von jedem esoterischen Menschen, der erstes und zweites Gebot bricht. Das erste Gebot, jeder macht sich ein Bild von sich selber, ist vollkommen in Ordnung, wenn du das bewusst machst. Und jeder glaubt, da außen ist eine Welt, auch wenn er nicht dran denkt. Und deine Vergangenheit, die er sich jetzt denkt, die jetzt entsteht, weil er sie denkt, war schon da, bevor er sie gedacht hat. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal die Transversalwellen an. Die Darstellung ist extrem trügerisch. Ich sage immer, transversal wäre das, wenn du in den Spiegeltunnel reinschaust. Wir schauen uns das jetzt gleich nochmal an. Wir können eigentlich jetzt in der Welle schau nur die erste Linie an. Da siehst du jetzt, das ist natürlich ähnlich wie mit einem Eckerspiegel, will ich dir jetzt nicht erklären, dass hier diese Pünktchen auf und ab gehen. Und wenn du jetzt einen Punkt fokussierst, wo ich jetzt, ich weiß nicht, wie das hinhaut, fokussiere einen Punkt, der geht auf und ab, bewegt sich keinen Millimeter von der Stelle. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist die Transversalwelle. Ja. Das schwingt auf und ab. Jetzt denken wir uns natürlich eine Reihe von Punkten, wenn du da jetzt die vordere Reihe anschaust von der Welle, die du dir auseinanderdenkst, das ist der aus dem ersten Punkt herausgedachte Sinus, das sind die Spiegelungen, die du dir vorstellst. Ganz grob gedacht. Mhm. Ich habe das immer, ich greife einmal auf ein altes Beispiel zurück. Du denkst jetzt an See und der hat spiegelglattes Wasser und da ist ein Bootsteg und da ist ein kleines Boot und du springst in das Boot rein und dann breiten sich Wellen aus. Durch das, dass wir in das Boot reinspringen, drücken wir Wasser in einem gewissen Maß ein Wellental rein und dann wird um das Boot was aufschmeißen oder wenn ich einen Stein reinschmeiße, jetzt von oben gesehen, dann wird jetzt erst einmal an einer Stelle in einem Zentrum ein Wasser reingetaucht und dann wölbt sich natürlich zwangsläufig daneben drumherum so ein kleiner Ring. Ja. Und jetzt machen wir in dem See, bevor wir da reinspringen oder einen Stein reinschmeißen, hängen wir so kleine Fischer, wir sind ja wieder noch bei unserem einaugigen Fisch, immer noch beim Thema. Hätten wir kleine Schwimmer, nennt sich das, dran, die beim Angeln dranhängen werden, wo unten dann die Schnur mit dem Haken dranhängt. Dass der Fischer oben außerhalb des Wassers sieht, wenn ein Fisch unten anzupft an den Haken, dass der Schwimmer sich bewegt, dann weiß er, da zupft jetzt der Fisch an, schau unten hin, zupft. Wenn der unten anzupft, sehe ich ja das, dass
da unten angezogen wird. Und wir machen jetzt nur so kleine Korken, so Schwimmer, und machen nur ein kleines Bleigewicht dran. Mhm. Und die tun wir jetzt so in einem Abstand von 1-2 Meter, hängen wir überall so einen kleinen Korken rein in einer geraden Linie, und diese Korken sind jetzt diese blauen Punkte. Ja. Wir haben eine spiegelglatte Oberfläche, und wenn ich jetzt einen Stein reinschmeiße, irgendwie die Wasseroberfläche in eine Wellenbewegung setze, das ist jetzt das, was hier dargestellt wird, wirst du feststellen, dass sich die Korken keinen Millimeter von der Stelle bewegen, sie gehen nur auf und ab. Ja. Ja. Die Welle als Ding an sich ist eine Illusion. Ja. Das Wasser bewegt sich nicht so, wie du jetzt einen Wellenberg verfolgst, wenn ich jetzt da einen Wellenberg mitfahre. Dasselbe haben wir übrigens, wenn wir ich tue mal mein Bild wegschalten, dann tun wir uns, glaube ich, leichter, wenn man das sieht, wenn du mich groß hast. Das heißt also, wenn die Korken jetzt dastehen, diese Welle, die du siehst, die sich bewegt, das Wasser selber bewegt sich bloß auf und ab. Ja. Wir haben ja rotes Wasser, ist ja auch Licht. Unser rotes Wasser symbolisiert ja auch das Licht oder die Energie oder den Geist. Aber da wir uns jetzt ja schon was ausdenken in unseren Spiegeltunnel, das wären jetzt diese Korken. Die Welle, die sich von mir wegbewegt, kann sich gar nicht von mir wegbewegen in einen Spiegeltunnel, weil diese Tiefe ja gar nicht existiert, sondern HBH ist. Ja. Das ist ein Kommen und Gehen. In der Einseitigkeit bewegt sich das nur auf und ab. Mhm. Ja. Im Transversalen sieht es dann noch heißer aus. Das wird hier total falsch dargestellt. Da springe ich jetzt nochmal zurück. Da siehst du jetzt, das ist die Transversalwelle. Ja. Also die bewegt sich nicht von A nach B. Mhm. Die Longitudinalwelle ist das, was du hier jetzt siehst, diese illusorische Oberflächenwelle. Die Punkte symbolisieren jetzt die Auf- und Abbewegung. Hier siehst du jetzt, dass das zwar eben bleibt, aber die Longitudinalwelle, die sich hier auszubreiten scheint, mach mal wieder die Punkte, und wenn du jetzt einen Punkt anfokussierst, wirst du feststellen, dass jeder Punkt bloß hin und her schwingt um den Punkt, wo wir uns hindenken, aber er sich selber nicht von uns wegbewegt. Mhm. Kannst du sehen? Hier an der Longitudinalwelle nehmen wir mal den ersten Punkt. Der schwingt ein Stück hin und schwingt ein Stück her. Der schwingt ein Stück hin und der schwingt ein Stück her. Ja. Da kannst du jetzt jeden Punkt anfokussieren. Das heißt, die bewegen sich gar nicht durch. Jetzt wird es natürlich ganz, ganz interessant, wenn ich jetzt dann immer auch sage, hier mit Strom einspeisen. Bei Gleichstrom kann man zumindest noch denken, dass diese Elektronen hier in eine Richtung sich bewegen. Es wird aber ja Wechselstrom eingespeist. Ja. Ja. Und der Wechselstrom hast du dasselbe in Grün, das ohne jetzt zu gehen, da sind so elementare Fehler drin, wenn du das ganzheitlich siehst. Ich will jetzt da nicht so physikalisch werden, sondern wir machen, ich fordere nochmal ganz, ganz kurz zurück. Das ist jetzt kein Witz. Und jetzt verweise ich auf das letzte Selbstgespräch. Da mache ich so eine Metapher. Angenommen, wenn du jetzt ein oder Normalverbraucher bist, hast du von Physik sowieso keine Ahnung. Also muss ich mit dem Wissen, kann ich mit dir nicht arbeiten. Ich kann bloß immer mit dem Wissen arbeiten, das du in dir drin hast. Und darum ist mir so wichtig, dass du wieder wirst wie ein Kind. Weil das Wissen macht dich blind. Egal, ob du jetzt ein ganz normaler Arbeiter bist, ob du ein Gärtner bist. Auch dieses Wissen macht dich blind, weil du dann über Pflanzen gewisses Wissen hast, wo du schon absolut sitzt. Aber wir bleiben jetzt mal in der Physik, wo ich gesagt habe, prinzipiell denke ich, ich habe dasselbe studiert wie du, egal in welchem Fachgebiet. Mhm. Und dass ich aber wirklich, was man studieren kann an meinen Universitäten, dass ich das alles weiß. Und ich weiß auch, wenn du dir das so ausdenkst aufgrund des Wissens, ich kann doch nicht einen Computer programmieren und ich mache jetzt ein Videospiel rein. Und wenn jetzt der normal läuft, so wie es vorgesehen ist von dem Programmierer, dass da irgendwas verkehrt ist. Der Computer, die Bilder hängen doch ab von der Programmierung. Absolut. Wenn ich jetzt ein Autor bin und ich schreibe einen Roman, selbst wenn ich die Bibel schreibe als Märchengeschichte, dann brauche ich für die Geschichte, für die Märchen, brauche ich Gute und Böse. Ich brauche zum Beispiel Hexen oder Zauberer oder Drachen oder was auch immer. Ich brauche jetzt erweitert in unserer Belletristik für die Krimis, brauche ich eventuell Mörder. Ich brauche für Kriegsfilme Soldaten, die aufeinander losgehen. Und alles, was ich jetzt niederschreibe, und egal, was dann einer denkt, was der tut, den erschaffe ich in dieser Romanwelt. Ja. Und im Prinzip nichts anderes ist deine Traumwelt.
Da du aber noch nicht der Autor bist, rot geschrieben, der das entwirft, obwohl du es entwirfst, als träumender Geist entwirfst du das ja. Und wenn du jetzt dir ein Buch ausdenkst, bist du auch ein Autor, aber bloß in einer Form von Zeichen erwecke, indem du die Worte einseitig auslenkst, einseitige Vorstellung aus den Worten machst. Die Frage, ob der Autor das so gesehen haben will, wie du dir das einseitig ausdenkst, meine Worte sollst du nicht entheiligen. Ja. Die musst du ganzheitlich sehen. Ja. Ich springe jetzt einmal nochmal ganz schnell zurück, jetzt lass dich einmal überraschen, zum Beispiel zu unserem Fischer. Wenn ich jetzt dieses Bild nochmal nehme, ich habe das leider weggemacht, schon unseren einäugigen Zyklopenfisch, da heißt es doch Fischer haben, einen Babyhai, ein Babyfisch rausgeholt. Schon der Fischer ist interessant, der Fischer schreibt sich nämlich, wir bleiben mal zuerst bei dem Fisch, das ist ja, Fisch ist ja Duck. Duck. Wir wissen, das ist der Fisch. Ja. Mhm. Wir wissen, F ist, F steht für eine Facette, I steht für Gestaltwerdung. Ja. Schau mal, eine Selektion. Mhm. Wir haben das rote 7, das ist die Vielheit, wenn wir die eingeben, und die äußere Wert, die Beschwörung, sind zwei Sachen, die du erweckst. R heißt erweckt, erweckt, Wellenberg und Wellendall, ist dann die komplette Welt, ist eine Selektion aus diesen roten Immerseienden. Mhm, ja. Mach da extra mal die 7, dass du das siehst. Mhm. Das ist der Buchstabe Zain, der heißt auch Sain, der siebte Buchstabe. Mhm. Das ist zum einen, ist es die Sattheit, die Fülle eines bewussten Geistes oder die Selektion, dass wir was herausselektieren. Das ist unser Dag, die Öffnung des Geistes. Ja. Darum steht hier, der geöffnete Geist, blau gelesen, an der geistigen Oberfläche, jetzt weil ich das OB gerade habe, ich sage, du bist der Mittelpunkt in einer Camera Obscura. Mhm. Wir haben hier schon das Ob. Das Ob heißt das erste Mal, kommt von Abi. Abi. Mein Charakter. Altindisch. Hebräisch Abi. Mhm. Der schöpferische Wissen deines Intellekts, das ist dein Charakter. Mhm, genau. Ja. Das ist auch meine Nase, da bin ich oft drauf eingegangen. Mhm. Also gut, wir haben dieses Ob, jetzt pass auf, im Raum. Im ist das Meer, im Raume, zur, immer dran denken, bei ZU hat die Geburt einer aufgespannten Berechnung, heißt zu Form werden. Zu Form werden, sagst du mal, der Angabe einer Raumrichtung. Darum heißt es bei Verben der Bewegung gegen. Geg heißt ausgedacht existieren. Als 3-3-3-33 oder 3-33 oder 3-3 gelesen. Hin, nach, hin, aus dem existierenden Chat hin, nach. Dann von Verben der Ruhe. Aus der Ruhe heißt es, es ist vorgestellt vor dir, aber genau genommen überlegt. Vor dir, über dir hin. Über. Oben mit zwei Bündchen drüber, Ballon erweckt. Das sind deine Gedankenwellen. Aus der Ruhe heraus wird es vor dich hingestellt. Mhm. Okay? Ja. Jetzt pass auf. Zur Bezeichnung eines ZW-Eckes, die Geburt von einem doppelt aufgespannten Eck, ist die, haben wir gerade im Zyklopen schon gehabt, das ist Schiff, Ski, das Geschenk von zwei Facetten. Ja. Ist ein Joch, LS. Als Ursache, eine Veranlassung um Willen, um des Willens eines Zweckes. Und jetzt wird es interessant, wenn du da runter machst, wenn du runterfährst, einer Wirklichkeit. Wir sind wie das Licht, sage ich immer, das Licht des Ich ist wie buchstabiert, ein wirklichen Inneresse, inneres Sein. Gegenüber. Im Inneresse der Sache mit Erfolg für die Sache. Etwas überlegen. Mhm. Wieso ich jetzt dieses Ob so wichtig fände, weil mir zu den Ob brauchen wir ein Skura. Mhm. Dazu brauchst du eine Verdunklung, eine Verfinsterung. Mhm. Das ist die Camera Obscura. Das klingt jetzt im ersten Moment negativ, wenn du weißt, dass das Dunkle im Hebräischen Chash ist. Der kollektive Logos, Sinngefühl, das ist Empfinden, Fühlen,
Das kommt dann immer wieder, wenn man mit Kosch dann macht. Das wird meistens übersetzt mit eilend. Die eilig. Das Ei ist unser Schöpfergott und der bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit transversal auf und ab. Er denkt sich aber das um sich herum longitudinal räumlich zeitlich aus. Und du wirst alles, was in dir auf und ab schwingt mit Lichtgeschwindigkeit immer hier und jetzt, wirst du empfinden und fühlen. Und das ist die Finsternis, ist Kaschak. Das heißt, dein Sinn, dein Gefühl und dein Empfinden ist jetzt die Dunkelheit, die Finsternis. Diese Finsternis ist das schwarze Loch, in dem sich alles befindet. Und zwar befindet sich diese Finsternis, diese Verdunklung, jetzt nicht negativ gelesen, sondern als große Synthese. Ich kann natürlich das dann umdrehen, dann wird es Tun, heißt Tun ist ja DN, die geöffnete, aufgespannte Existenz ist Urteilen und Richten, wenn ich jetzt das eingebe. Das heißt, du musst dich, Geist, urteilen in eine Gedankenwelle, wo du dich jetzt ausgedacht in einen ausgedachten Mittelpunkt reinsetzt. Das ist die Öffnung einer aufgespannten Existenz. Und das ist aber entweder wie ein Joch oder wie Gott im Zentrum. Ja. Mhm. Okay? Ja. Und darum ist dann auch hier, wenn wir weiter runterfahren in ein Obscuro, beginnt jetzt das Ganze zu verstecken, verbergen, sich die Ecken, in geöffneten Ecken. Okay? Mhm. Das geöffnete Eck. Ja. Und das ist ohne Licht und das bezieht sich jetzt auf das blaue Licht, weil das rote Licht, die Lampe im Projektor, existiert ja nicht. Das siehst du ja nicht in unserem Symbol. Ja. Das rote Ich, das kann niemals gedacht werden. Und das Ganze ist jetzt das Zentrum von einer Kammer. Einer Kammerschöpfung. Jetzt ist aber die Kamera, kommt von GE Quadrat, wölbt sich jetzt aus sich heraus, das Gewölbe. Und dieses Gewölbe ist eigentlich eine D, eine geöffnete Ecke. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Mhm. Ja. Und zwar ist das Zentrum ist im Meer. Der Geburtsgeber, rotes Z, ist im Meer. Ja. Okay, Kammer, und jetzt pass auf, jetzt haben wir dann plötzlich einen, der sich aufschwingt in seinen Gewölbe, das ist der Kammerari, der sich jetzt in die Höhe hinaufwindet, sich was überlegt, immer mehr, immer größere Sachen in sich aufbaut, die man natürlich gespiegelt, eigentlich immer tiefer in sich hinabsteigt. Ich sage, sobald was nach oben geht, geht auch was nach unten. Ja. Sobald, umso mehr du dir ausdenkst, umso weniger ist in dir drin, weil du immer schwarzer wirst, immer mehr ein schwarzes Loch wirst, das alles eins macht, unser Kontinuum, unser Universum ist das Internet, in dem alles, ist nichts drin, weil alles drin ist, ohne Unterscheidung. Ja. Du bist ungefähr dabei? Ja. Jetzt können wir hier weitermachen. Jetzt wird es vielleicht etwas klarer mit dem Gewölbe, mit dem Gesichtsfeld, das sich aus dir herauswölbt. Das ist das Spiel in unserer Transversalen. Da müsste ich jetzt noch viel, viel weiter drauf eingehen und dich darauf hinweisen. Zuerst einmal müsstest du das normale physikalische Wissen haben und dann zeige ich dir die Fehler in den Physikbüchern, weil das raumzeitliche Vorstellung, das geht schon los, wenn ich einen Sinus herauskonstruiere, Sinuswellen oder die Sache mit der Fourier-Transformation, wo ich jetzt zu dem Wedding-Programm sage, da sind wir überreichlich drauf eingegangen, wenn dich noch erinnerst. Stimmt. Dass dieses ganze Geschwinge, ich kann nochmal ganz, ganz kurz, das müsste ich eigentlich nur offen haben. Die Mutation, da haben wir jetzt dieses Spiel, das ist in extreme Vereinfachungen, wo ihr den Fehler gefunden habt, schau, ich mache nur, schau ein bisschen mit etwas Fantasie, wirst du merken, worum es dann eigentlich letzten Endes geht. Das ist zum Beispiel diese vier Seiten, Vergangenheit, Ich, Welt, Gegenwart. Du kannst keine Seite rausnehmen, ohne dass du die andere vernichtest. Ja. Dein Wissen, deines Ich baut auf der Vergangenheit auf. Das ist noch sehr abstrakt. Ohne eine Vergangenheit gibt es nicht dich. Die Welt, die du hast, die baut aber wiederum auf deinem Wissen, deiner Vergangenheit. Das ist dieses Spiel. Aber die wiederum ist letztendlich nur Gegenwart. Gag. Eine doppelt aufgespannte Orte sind Gedankenwellen. Das schwinge kleinen Moment, da muss irgendwo. Das ist übrigens die Stelle gewesen, wo ihr einen Fehler gefunden habt. Kannst du dich noch erinnern? Peter? Peter. Ja. Das ist, habe ich, wo ich damals gesagt habe, das ist rauskopiert aus einem alten DOS-Programm noch für Physik.
Da ist es ja Wörterbuch mit drin gewesen. Mhm. Und ich fliege ganz klein, Moment, ich würde bloß das Bild zeigen. Das soll jetzt nicht sein, wenn ich es nicht finde. Das ist übrigens alles sehr, wenn ich das jetzt erkläre, wenn wir das jetzt einzeln durchgehen, ich kann das hier wirklich jedem 13-Jährigen erklären, er muss nur neugierig sein. Da haben wir es doch schon. Ja. Ja. Wissenschaftlich eine Fourier-Reihe, das ist schon hochinteressant, 4 hoch. Im Quadrat. Ich schreibe jetzt das extra so, die Facetten sind dein Hochheben, deine Gedankenwelt. Mhm. Der Typ, der das angeblich entdeckt hat, der heißt Fourier und ich sage, Nomen ist Omen. Egal wer was entdeckt hat, da steckt in der Max Planck, egal wen wir uns denken, werde ich dir zeigen, in den Namen steckt eigentlich schon drin, wenn du das komplett entfaltest, gezippt, was er entdeckt hat oder was er getan hat. Und das ist jetzt schon Vierer in eine Viererreihe. Denk immer wieder an Hüben 3 und Rüben 3. Da muss man zuerst wissen, dass wir D, der Buchstabe D ist 4, Dalet, Delta und 3 heißt Spiegel. Dann haben wir 4 Spiegel. Aber die Reihe baut, die wir sehen, baut nur auf 3 auf. Und jetzt ist ja unser griechisches Delta ist ein Dreieck. Gibt einen 2Pi, das ist TT. Ich sage immer wieder, wir haben 2Pi, da brauchen wir ja dann 4. Warte mal einen kleinen Moment. Ein 2pi periodische unstetige Rechteckschwingung. Das ist das Aufaddieren von den ganzen Wellen und wir wissen, die sind herauskonstruiert in dem Maß Sinus 1, ein Drittel Sinus 3 mal, ein Fünftel Sinus 5 mal. Habe ich zigfach erklärt, das sieht dann noch so aus und wenn man die jetzt arithmetisch also hier zusammenzählen, gibt es, wenn man das bis ins Unendliche macht, ein Rechteck. Das wäre jetzt viel zu viel Physik. Was mir wichtig ist, ist immer das Pi. Wichtig, eine 2-Pi-periodische Rechteckschwingung, weil eine Kreisschwingung sind 2-Pi. Mhm. Okay? So, und jetzt machen wir da, gehen wir ganz kurz wieder rein in den Geometrie-Explorer. Wir wollen unseren Fischer weitermachen. GATT, ja, ist, wenn ich genau bin, geht es ja, nicht anders, obwohl das immer noch eigentlich ist. GATT spiegeln wir. Das ist der Glücksgott Jupiter. Genau. Ich würde jetzt ganz, ganz gern hier den Koriander noch zerlegen, aber gespiegelt ist es ja Dag. Mhm. Wir haben dasselbe Spiel mit Gott im Englischen, Gott englisch geschrieben und Dog. Mhm. Machen wir jetzt hier mit dem Fisch und das ist die Spiegelung 4-3-3-4. Ja. 4-3-3-4. 3-4, 4-3. Ich mache jetzt das Bild nicht nochmal her, da steht es drin. Mhm. Wir wollen aber zu dem Fischer. Der Fischer schreibt sich dick. Mhm. Da ist nur ein J dazwischen. Okay. Und der Menschenfischer fischt dich ja heraus. Mosche aus dem Wasser ziehen. Ja. Fischen heißt auch herausfischen. Ich, OB, bin ein alter Mann. Ein Gott, der IR gespiegelt erweckt, zum Mann wird. Ein durch die eigene Ewigkeit reisender Menschenfischer. Ja. Und jetzt spiegeln wir das natürlich wieder, weil wir machen dasselbe jetzt mit dem GATT. Und jetzt kriegst du den Penis und die Sehne. Denk, was ich gesagt habe, hier mit der Frau ist das Loch und der Penis geht dann ins Zentrum rein. Ja. Geht. Und das ist auch die gespannte Sehne und unser Dreieck, wenn ich das wieder herhole. Ja. Das andere brauchen wir. Mhm. Genau. Das ist die Sehne, die wir zu einer Ecke machen. Mhm. Ich nehme eine Ecke, ich nehme auch immer, ich sage immer das Beispiel in dem vorhergehenden Selbstgespräch, sage ich unsere Reihe. Ich kann auch einen Strich sorgen. Ja. Aber es, der Rich, hast ein geheimnisvolles Ich. Mhm. Ja. Und in dem G heim steht schon wieder G E Quadrat ist Hayom. Ja. G heim. Ja. G E Quadrat ist Hayom. Das ist Gott das Meer. Mhm. Das ist er mit dem Quadrat drüber. Oder es mit einem Quadrat drüber. Schön. Das Spiel könnte ich jetzt noch ewig weiterspielen. Mhm.
Ja, mit der Transversalwelle ist das einigermaßen verstanden, longitudinal. Ja. Das heißt, wir denken uns, die Punkte wären jetzt praktisch hier die Spiegel in dem Spiegeltunnel, den wir uns vor uns hinstellen, die aber alle in dem ersten Punkt drin sind. Und du stellst jetzt fest, dass dieses oberflächliche Phänomen bloß ein Hin und Her ist. Mhm. Und wenn ich jetzt, interessanterweise habe ich jetzt hier eigentlich auf die Punkte bezogen, angeblich eine Longitudinalwelle, wobei die WL eigentlich immer nur ein Joch ist, das sich aufspannt. Und bei der Transversalwelle schwingt es transversal, aber jetzt denke ich mir, die dann trotzdem in der Tiefe. Aber die Tiefe ist nicht räumlich zu verstehen. Ja. Mhm. Das klingt so unendlich, wird, bis du das mit dem Spiegel, diese Achsendrehungen verstanden hast, dass sich alles in dem Punkt befindet und du dir das ausdenkst. Die Fähigkeit, dass du aus dir hier und jetzt eine Information holst. Mhm. Ich mache immer gern das Beispiel, zuerst denken wir uns ganz tief in das Meer runter. Das ist da unten. Und jetzt denken wir uns die erste Welle aus. Ja. Das heißt, das ist unten oben und wir haben unseren Wasserspiegel. Mhm. Und ich sage immer wieder, in dem Moment, wo UB eine UB eine Eruption, Ion auf Griechisch in Bewegung gesetztes Sein. Das ist transversal. Ich hau hier ein, jetzt einmal seitwärts gesehen, ich hau hier eine Insel hoch, weil wenn ich jetzt da einen Wellenberg aufschmeiße, ist es eigentlich eine Insel aus Wasser. Ja. Drum ist AI, die Schöpfung deines Intellekts, das ist dieser erste Impuls, den ich brauche, lässt zuerst einmal rechts und links zwei Minus entstehen. Mhm. Zeitwärts gesehen. Von oben gesehen waren es natürlich dann Wellen, Kugel. Ja. Und jetzt kommt dieses Phänomen, dass das sich verstreut in die Ewigkeit, in allen Richtungen. Das, was sich in die, ausgedacht in die Richtung, immer weiter bewegt, erzeugt im selben Moment ein Dahinter, in die Richtung. Dasselbe gilt in der Kugel natürlich dann für oben und unten, wobei wir ja nur vier Weltgegenden haben. Das ist jetzt das Nächste, was trügerisch ist, weil jetzt im Klassischen hast du diese vier Weltgegenden, Osten, Westen, Süden, Norden. Und wir können uns ja noch oben und unten denken. Aber oben und unten denken ist es umdrehen. Denk an die Tasse. Ich sage, wir haben die vier Grundperspektiven der Tasse. Und oben und unten ist eigentlich nur das auf den Kopf stellen. Ja. Das Austauschen. Drum wenn aus den vier, acht. Das oben und unten, wenn ich es umdrehe, die vier Stück auf den Kopf stehen drauf. Ja. Und das Ganze spielt sich halt in diesen Dreieck ab. Das ist übrigens, wieso das Spiegelverkehr ist. Wir wissen, Spiegel hüben, Spiegel drüben ist jetzt bei deinem normalen Sehen, dass ein Spiegel macht es davor, gespiegelt, spiegelverkehrt, rechts und links tausend Schicht aus. Beim Kantenspiegel passiert Folgendes. Das führt uns dann zum Zickzack. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jetzt muss man natürlich sofort was auseinanderdenken, es spitzt sich alles in dir ab. Wenn du einen Eckspiegel hast und ich sage jetzt, du bist ja da drin, du bist ja das Zentrum und vor dir ist jetzt diese Halbkugel. Jetzt merkst du schon, jetzt schaust du eigentlich, wenn du weißt, ich schaue es an der Kamera heraus, die Bilder, die du jetzt siehst in deinem Gesichtsfeld, was eigentlich nur flach ist, aber bestehend aus zwei, ich habe darauf hingewiesen, dass dir die Rette dann nochmal in zwei aufgeteilt sind. Das sind ja dort zwei Ecken und dort zwei Ecken. Was man nebeneinander stellen. Das müssen wir jetzt um uns rumlegen, aber da kommen wir jetzt an die Grenze deiner Vorstellungskraft. Was mir wichtig ist, dass ich immer wieder sage, alles, was sich in dem Raum vor dir befindet, wenn das ein Spiegeleck ist, wo du reinschaust, befindet sich eigentlich im Zentrum, aber dieses ausgedachte Zentrum, wenn man das spiegelt, ist dein eigenes Zentrum. Ja. Das ist die rote 4, die wir uns als Abschluss für diese Ecke denken. Und wir wissen, alles, was in die Richtung schaut, befindet sich in dem Zentrum, ist eigentlich das Zentrum. Und aus dem Zentrum spannt sich das jetzt auf. Und dies, wenn ich jetzt das darstelle mit Spiegel, sind das, ist das genau die zwei Tetraeder, die wir übereinander schieben. Ja. Und was ich schon lange nicht mehr erwähnt habe, ist jetzt das große Problem in der griechischen Arithmetik, dass wir immer den sogenannten Sechsflächler als Würfel bezeichnen, als Kubus. 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 Was dann die Aufbau von unserem Raum ist. Und immer dran denken, der Raum ist ein Traum, das ist Volumen, das ist ein Rollen. Volumen heißt Rollen. Ja. Ein Herausrollen. Ja. Das sind solche Sätze, wieso kommt da nie einer drauf, dass man wirklich einmal fragt, wieso heißt Volumen eigentlich Rollen? Kreisen. K-R-I-S, sehen.
Ja. In den Spiegel schauen in alle möglichen Richtungen. Ja. Schön. Das ist der ganze Aufbau der Räumlichkeit, du wirst irgendwann einmal was opfern müssen. Und was du opfern musst, deine Vorstellungen. In dem letzten Selbstgespräch, unser Mose kann ja nicht in das Land hineingehen. Du kannst alles überblicken, aber du kannst nicht in das Land hineingehen. Ja. Stimmt oder stimmt? Absolut. Und das ist jetzt hier, wenn wir uns die Stelle nochmal holen, jetzt habe ich nämlich wieder meinen Faden gefunden. Einen Moment, da müssen wir hin. Bin ich denn ganz doof? Fünf Bücher Moses, die brauchen wir, und das fünfte Buch Moses, den muss ich aufmachen. Das war diese kleine Stelle in der 4:30 und da habe ich jetzt am Reden noch gesagt, in dem Selbstgespräch, habe mich gewundert, ob er es gecheckt hat. 5 Mose, Kapitel 34. Und ich habe gesagt, wir brauchen ja dann nochmal eine 4 dazu. Dass die 3 zu 2 4 wird. Die Reihe, aber jetzt ist es interessant, dass ich immer die Radix mache, 3, 4, 3 gespiegelt. Mhm. Okay, das heißt, wir machen jetzt da hinten den Vers 3 dazu. Ja. Und dann heißt es, und den Süden und den Jordan, Karai es. Jetzt kriegen wir den Kreis. Die Niederungen von Jericho. Ich will jetzt da nicht reinfahren und dann mache ich hier die 4 dazu. Deinen Samen will ich es geben. Ich habe dich, das ist die rote 4. Mhm. Ich habe es dich in deinen Augen sehen lassen. Das sind die Becken. Und das ist, um das nochmal zu zeigen, diese Stelle, steigen wir direkt ein. Ich ließ es dich sehen, schauen. Ich zeigte dir, ich offenbarte dir das. Ich offenbarte dir das. Und da steht der Vorsilbeartikel, die Quintessenz kann man sagen, der Spiegel, Rei ist der Spiegel. Mhm. Ist der Spiegel, der Spiegelblick. Ein erweckter Schein, ein Aussehen, ein Nach-Außen-Sehen, ein Anblick. Findet übrigens dann auch, finde Kundschafte heraus, verstehe, betrachte, erkenne, erfahre, erlebe du all das, was in diesem Kopf des Schöpfergottes drin ist. Und unser Denk wieder an unseren Heim mit einem Auge. Okay? Ja. Dieser Spiegel ist dick. Und dick heißt in der Mitte. Genau. Es ist in der Mitte. Und du kannst nicht aus diesem Spiegel herausgehen. Du kannst nicht in das Land hineingehen, das du um dich herum ausdenkst. Ja. Du wirst immer die Mitte bleiben. Egal, ob du jetzt sagst, ich bin in Überlingen oder ich bin in Leipzig oder ich bin in Zürich. Egal, was du sagst, wo du glaubst, dass du bist. Nein, du bist in der Mitte. Und alles, was du um dich herum ausdenkst, ist in dir drin. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Gut? Ja. So, dann springen wir ins Neue Testament, weil wir so schön heiß sind. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder über das Tier, die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meere stehen und sie hatten Harfen Gottes in der Hand. Setze ich jetzt dazu. Das Gläsermeer, das du vor dir hast, ein Spiegel besteht ja aus Glas. Der besteht zuerst einmal aus Wellen. Bitte schau das kleine Bild und ich sage, unser Reich ist etwas nicht Denkbares, der Kopf des Schöpfergottes. Und es muss vor dem hinteren Spiegel die erste Welle aufgespannt werden. Wenn ich jetzt aus dem Spiegel einen Wasserspiegel mache, brauche ich etwas, was auftaucht und was drunter ist und es ist genau gespiegelt. Okay? Ja. Wenn wir uns jetzt unseren Spiegeltunnel anschauen, dann passiert das Verrückte in einem Kannenspiegel, dass immer wieder du plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus hast. Was ich jetzt als Ringe gesagt habe, kann ich dir zeigen, in einem reinen zweikantigen Spiegel wird das jedes, das erste Gegenüber ist korrekt, also nicht spiegelverkehrt, dann kommt eine spiegelverkehrte Schicht, die nächste Schicht, dann kommt wieder spiegelverkehrt, dann nicht spiegelverkehrt. Das ist plus, minus, plus, minus, plus, minus. Das ist das gläserne Meer. Interessant ist, wenn wir uns das jetzt anschauen, was steht da eigentlich im Original, im Griechischen? Das haben wir jetzt hier drunter. Mhm. Und jetzt bitte nicht sagen, geh mit, wir brauchen wieder Deutsch Ivri. Wir schalten nochmal da, dass wir das genau sehen. Das Wort Glas. Also wir haben es nicht als Bild, oder? Au, habe ich noch nicht eingeschalten? Nee. Ihr müsst mir das sagen, wenn ich das vergesse. Mhm. Ihr müsst mir das sagen, weil wenn ich zurückschalte, wenn ich rübergehe, jetzt haben wir natürlich... Ist wascht.
ich mache das hier nochmal, der hätte gleich einschreiten müssen. Ich kann nicht alles wissen, für was habe ich euch? Ja. Wir haben hier den Kapitel, wo ich jetzt ganz kurz nochmal 34 schaue, wir haben 3, 4. Mit dem Reden habe ich gesagt, wenn wir jetzt dieses Kapitel 34, unsere 3, 4, 3, wenn ich diese 3, 4, 3 habe, das berühmte Bildchen, wo ich habe, in die 3 Reihenfahrt, da geht schon von einem Jordankreis. Dieser Jordankreis, ganz, ganz wichtig, dass unser Jordan, ist er I. Kleinen Moment, wo sind wir? 3, ja. Da mir die Städte der Niederungen. Der Beinwill, wo bin ich jetzt? Jawohl. Von Zoar, das ist Kummer, Sorge, wenn du hinabsteigst. So, da wollte ich hin. Dieser Umkreis, den habe ich gesucht. Dieses Wort Kaf, Kaf, Kor. Da haben wir La, MM. Auseinandergeschmissene zwei Gestalten. Das ist wie zwei auseinandergeschmissene Gestalten des Lamm. Ist eine Ebene. Siehst du das? Ja. Das ist in einer Ebene. Mhm. Ja. Die Ebene spaltet sich, die trennt sich jetzt und wird zu einer Erscheinung. Mhm. Du kannst auch hier in einer Affinität, Bekoff, siehst du, im Affen, ist eine augenblickliche Erscheinung. Ja. Das ist Zeit, das ist Ed. Das ist die Zeit, der Zeitpunkt ist im Affen, in der Affinität ist dieser Zeitpunkt. Ja. Dann haben wir hier die 3, 4, 3. Wir wollen aber 3, 4, 4 und jetzt kommt diese Stelle, wo es dann hast, ich habe es mit deinen Augen sehen lassen, ich zeige das nochmal, da hast das Haarei im Kopf des Schöpfergottes, ist dick, ist der Mittelpunkt, der Mittelste. Das absolut Mittelste ist in dem Kopf des Schöpfergottes. Ja, ja. Das ist das Zentrum. Ja. Ja. Und das Ganze wird jetzt hier, was jetzt hier hast in deinen Augen, das ist Ayin. Das ist das da mal in einem Trümmerhaufen, weil das nämlich ein Trümmerhaufen ist. Eine Steinhaufe. Und dieser Steinhaufe, der Trümmerhaufen, das führt dich dann auch sogar zu den Gedankenwellen. Und jetzt kommen wir in das Griechische rein. So, jetzt machen wir das nochmal. Und ich sah ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder, immer dran denken, Wind ist Ruach, das sind die 4 Weltgegenden. Auch der Geist, rot gelesen, über das Gier, über den Trockennasenaffen, die den Trockennasenaffen, den Gedanken an sich selber überwinden. Was natürlich immer wieder gespiegelt sind, weil wenn du dich ausdenkst, stellst du dich als Gedankenwelle um dich rum. Jetzt immer dran denken, wir müssen jetzt, das drüber ist eine ausgedachte Nulllinie, die genau genommen ein Punkt ist, weil unser Sinus, den wir rauskonstruieren als Welle, ja nur die verschiedenen Blickwinkel sind, die sich alle gleichzeitig in den Einheitskreis befinden. Es sind nur einzelne Punkte, die wir dann in eine chronologische oder räumliche Vorstellung bringen. Aber das sind Vorstellungen, die sich immer in dem Zentrum abspielen. Und über sein Bild, über dem, was im Kind ist, Belet, und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes. Und jetzt, pass auf, jetzt machen wir das Ganze im Griechischen. Und dann schauen wir uns das da mal das Wort gläsern an, ein gläsernes Meer. Okay? Ja. Dieses Gläsern, schau mal, das beginnt mit einem Y. Mhm. Und da kommt All. Das heißt ein aufgespannter Gott. Ja. Ich mach's doch mal so. Das ist Gläsern, das ist Glas. Das ist auf der einen Seite durchsichtig. Dur heißt die Generation einer Kollektion, wird jetzt zu einem raumzeitlichen Ich. Und das Dick ist im Prinzip dasselbe wie Dick. Tick, genau. Wenn wir das eingeben. Das heißt, dieses Ich ist jetzt in dem Mittelpunkt. Aber trotzdem wie eine Welle, eine Schöpfung von Raumzeit.
Aber in dem Christ all sind die Lehen, die auseinandergeschmissenen Existenzen. Ja. Und das ist jetzt hier, das beginnt mit Y, all. Dann haben wir hier das Meer. Das Meer ist der hier. Der schreibt sich, das ist natürlich jetzt sehr trügerisch, da lass er schau, hier haben wir zuerst einmal das Ding. Ja. Schau mal, die 9 auf Griechisch, wie die ausschaut. Ja. Verrückt. Ja. Ein ausgedachter Wasserspiegel mit einem Ober- und einem Unterhalb und das ist all, das ist Gott. Ja, schön. Und der fängt jetzt bistabil, diese Bistabilität ist das Glas. Okay. Interessant ist, dass die ja hier gemischt werden mit Feuer. Mit Feuer gemischt werden. Das Hebräische für Feuer ist das hier. F-Euer. Ja. Bitte versucht zu folgen. Da steht B-U-R-I. Das R habe ich jetzt extra R geschaffen, das ist aber das griechische P. Dieses Pur, wenn ich das so lese. Siehst du das? Ja. Puri. Puri. Mein Zufall. Was ist pur? Zufall. Los. Dann heißt es mein Zufall. Auch das Los. Los, Zufall. Das ist das Los, das ich ziehe. Ich habe ja gesagt, das ist auch für dich. Ist der Los der Zufall? Und Puri heißt dann praktisch das, was ich losmache, was mir zufällt. Stimmt oder stimmt? Absolut. Ja. Feuer, das Wetter. Das Feuer, ich sage immer, die Facetten sind euer. Alle, die du dir ausdenkst, die ganzen Spiegelungen. Ja. Stimmt oder stimmt? Wir können natürlich jetzt Fetting jetzt nehmen und jetzt wird es ganz heiß. Ich muss ganz kurz reinspringen nochmal. Wir haben nämlich da nochmal eine Sache. Wir haben nämlich da auch nämlich PU ist P. Mal dann gleich schauen. Dieses P ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt hier das P und das R, du merkst, das ist gespiegelt. Erinnere dich an meinen kleinen Buchstaben mit den Spiegelungen. Wenn ich den jetzt nach oben drehe, war das ein D. Bleib bei unseren Buchstaben im gleichen Buchstaben. Wenn ich es nach unten drehe, ist es hier. Wir können ein Q, ein R, ein B, ein weiches B, das sind die 4 Spiegelungen. Da kommen wir zu 186. Du erinnerst dich. Ja, genau. Das sind die 4 Spiegelungen von den Zeichen. Wir kriegen in der Wandlung, wenn wir in die Sprachen reinspringen, kriegst du dieses Feuer, wird jetzt niedergebrannt. GE Quadrat wird ein polarer Rand. Bara heißt Schöpfen von zwei Existenzen, die zu einer Erscheinung werden. Ja. Genau. Und das passiert in GE Quadrat. Ja. Aber in GE Quadrat, das wollen wir jetzt in die Mitte machen, die Erde ist generiert. Hammer? Das ist die Kollektion. Acht. Feuer. Die weibliche 8. Das ist übrigens sehr interessant, wenn wir dann die männliche und die weibliche 2 anschauen. Das Shanim und das Steim. Aber jetzt glaube ich, lassen wir es dann gut sein, weil ich dann zu weit aushole. Es ist immer die Schwierigkeit, oberflächlich betrachtet ist ein Nichts. Das Wort, das ich zu einem 400-Seiten-Buch mache, das da ist, wie viel siehst du davon? Meinst du, du hast eine Ahnung von Physik, wenn du Physik irgendwie was nachäffst? Einseitige Auslegungen von einseitigen Auslegungen von einseitigen Auslegungen von irgendwelchen Lehrern, wo jede Generation der vorhergehenden Generation nachplappert? Stimmt. Ist es aber nicht letzten Endes so, dass das gläserne Meer, das du vor dir hast, das Glas, schon allein das Wort Glas alleine, wenn wir jetzt das im Hebräischen anschauen,
was es für Möglichkeiten gibt mit den Spiegelungen, wenn du schaust, wie ist das eigentlich aufgebaut. Ganz, ganz interessant. Es ist immer selektierter Geist. Jetzt habe ich ausgeschaltet, jetzt lassen wir es gehen. Dass hier auch, wenn man das Glas, kommt ja im Alten Testament gar nicht vor, die hatten ja kein Glas. Das ist oberflächlich, aber du wirst dann feststellen, dass es trotzdem vorkommt, und zwar sehr oft, selbst dann im deutschen Text. Jetzt könnte ich sagen, zeige mir irgendeine Stelle, wo das Wort Glas vorkommt, jetzt muss ich doch nochmal einschalten. Da gehen wir da ganz einfach rein und dann springen wir da mal hoch. Okay, und dann machen wir den da mal auf. Und wir suchen einfach mal das Wort Glas, siehst du? Wir können ja den deutschen Text durchsuchen nach dem Wort Glas. Was meinst du, wie oft das Wort Glas im hebräischen Urtext der Tora vorkommt? Schauen wir mal. Da steht schon zum ersten Mal 2 Mose 12, 10. 10. Vers. Lies mal, Margot. Und ihr sollt nicht davon übrig lassen bis an den Morgen, und was davon bis an den Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du merkst schon, da ist in einem gewissen Maß, das ist jetzt übrigens nicht diese Stelle, da geht es zuerst einmal um Fleisch essen. Das ist jetzt nicht die Sache mit dem Manna. Ihr sollt nur das sammeln, was bis zum Abend reicht. Das ist eine andere Stelle. Mhm. Hast du jetzt das Wort Glas irgendwo gelesen? Nee. Ach Gott, du hast wieder nicht aufgepasst, schau mal her. Klasse, genau. Über dir. Ganz interessant. U-B-R-I. U aufgespannt mit 2 Pünktchen, Doppelwellen, Bergwellental. BR wissen ist das Äußere, ist mein Äußeres. Ist eine Welle und es ist die Schöpfung von Raumzeit. Ja. Geht auch da, oder? Ja, wenn man sieht, ja. Das ist das Glas. Wie viel siehst du? Was geht aus. Was wie viel kriegst du von einem Wort eigentlich mit? Ich sage, das funktioniert hier und es funktioniert hier und es funktioniert in jeder Sprache der Welt. Die Vatersprache ist universell und es funktioniert, wenn wir in Formelsammlungen reingehen, sage ich dir, denk wieder an meine Kreisformel zum Beispiel oder an die Einstein-Formel, dass es dieselbe Formel ist, arithmetisch betrachtet, wo viele im ersten Moment so schockiert sind, das wissen wir in der Mutation, gehe ich da schon drauf ein, dass das rein arithmetisch, ich fange da nicht nochmal an, dass das dieselbe Formel ist, jetzt vom Hintergrund. Mhm. Das ist immer wieder, wenn ich sage, A plus B ist C. Das ist einfach mal die Addition, abstrakt dargestellt. Ich kann auch X plus Y ist Z schreiben. Es ist im Prinzip, weil es geht jetzt nicht um die Werte, sondern um die rein arithmetische Funktion. Mhm. Aber dann wirst du feststellen, dass die Kreisformel und die Einstein-Formel reduziert. E ist mc Quadrat und A ist BR Quadrat. Mhm. Absolut exakt dieselbe arithmetische Funktion ist. Mhm. Es ist die K-Reihe-S-Form-L. Ja. Das ist wie ein Spiegelbewusstsein bzw. ein gespiegelter Raum, ist die Form Gottes, die er um sich herum ausdenkt. Du brauchst Deus Ivri. Schön. Und jetzt kannst du immer wieder schauen, wenn du jetzt mit normalen Menschen das redest, wenn die sich nicht die Mühe machen, weil sie Wichtigeres zu tun haben. Es sind einfach nur Gedanken, wenn die auftauchen und wieder verschwinden. Selbst dein eigener Körper ist spätestens hundertprozentig dann wieder eins mit dir, wenn du den komplett durchschaut hast, weil dann musst du ihn dir nicht mehr vorstellen und drehen und wenden über viele, viele Jahre und Facetten und Situationen, wie du reagierst, bis du das Programm durchschaut hast. Und wenn ich dann sage, hast du das Leben, das du jetzt noch lebst, durchschaut, wenn du ja sagst, das ist ein Buch, wo ich vor Ewigkeiten gelesen habe. Ja. Man kann dann schon wieder in sich graben und so alte Gedanken hochkommen. Ich sage, ich kann mich an jedes einzelne Leben, das ich gelebt habe, wesentlich genauer erinnern, wie du dich an vorgestern, wenn du zurückblätterst. Mein Pfarrer, Jesus hat gesagt, und der Udo sagt dann zu dem auf der Brösel-Ebene, Entschuldigung, sag mal bitte, was du gestern um 3 Uhr gedacht hast. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Es ist hochinteressant, du weißt hundertprozentig sicher, dass ein Jesus, den du dir jetzt ausdenkst, vor 2000 Jahren gedacht hat und kannst dich nicht mal mehr daran erinnern, was du dir vor 3 Tagen oder gestern selbst um 3 Uhr gedacht hast. Stimmt. Es ist entblößend. Ja. Oh, ja. Das ist immer wieder, es klingt so arrogant, wenn ich als Brösel-Ude in dir sage, du kannst alles machen, aber lass dich bitte nicht mit dem Udo auf eine intellektuelle Diskussion ein. Du ziehst den Kürzern, weil ich auf ein Wissen zurückgreife, das sich deiner ganzen Menschheit, die du dir ausdenkst, vollkommen entzieht. Und ich werde dir sagen, warum?
weil deine Menschheit nicht mehr wissen kann, wie du ihnen zusprichst am Wissen. Die Schwierigkeit ist, dass du jetzt unendlich vielen ein extremes Wissen zusprichst, von dem du selber keine Ahnung hast. Ja. Das ist jetzt wieder unsere Sache, wenn du an den Menschen denkst, ich sage einfach mal, ein Menschengehirn denkst, einen Kopf denkst du eine Kiste. Und du denkst dir jetzt eine Kiste, die in dem Moment entsteht, wo du sie denkst, und dann denkst du dir da unheimlich viel Wissen in ein Fachgebiet rein. Und das war es dann schon, von dem du selber gar nichts weißt. Aber du weißt hundertprozentig sicher, dass von dem Fachgebiet in dem Kopf unheimlich viel Wissen drin ist. Dann wird es für dich so sein. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Gibt es eine schöne Definition in den Ohrenbarungsstiftungen, in den vielen, dass ich sage, jetzt mal, wir bleiben jetzt einmal so halbgeistig menschlich, um die Qualität des geäußerten Wissens eines irgendeines Menschen, der in deinem Traum in Erscheinung tritt, um das beurteilen zu können, muss man von diesem Fachgebiet Ahnung haben. Ja. Ich kann als ein absoluter Laie nicht bewerten, ob jetzt ein Programmierer Ahnung hat. Das ist das, was ich sehe. Ich sage immer wieder, ich mache mich ja als Udo immer zum Deppen. Wenn mir jetzt einer groß kommt, ich sage ganz definitiv als Udo, ich kann nicht einmal eine Fremdsprache, ich kann nicht einmal Englisch. Da stehe ich dazu, ihr kennt mich jetzt lang genug. Jetzt, wenn ich natürlich erkläre, ist das nicht der Udo. Okay? Dann bin ich UB Rot. Ich spreche ja nur als durch den Brösel Udo zu dir träumenden Geist, nicht zu dem, der du zu sein glaubst. Das ist die untere Ebene. Das habe ich so oft erklärt. Aber da braucht man, es geht das Wesentliche, was mir zurzeit wichtig ist, was du zu lernen hast oder was ich dir erkläre. Ich erkläre dir jetzt das, was du bist, und bevor du das nicht absolut bewusst sein willst, nämlich ein absolutes ewiges Nichts, wirst du auch von der bewussten Ewigkeit nicht zerleben, wo vollkommen gigantischere Weltvorstellungen noch in dir, in meiner Computermetapher als träumenden Geist auftauchen können. Klar. Und von außen musst du kein Wissen in dich reinschaufeln, weil alles in dir drin ist, wenn du ein träumender Geist bist. Mhm. Es gibt keine Internetseite, die in dir auftauchen könnte, in deinem Traum, in deinem Gesichtsfeld, auf dem Monitor, auf dem Monokal. Du bist ein Zyklop, was nicht aus diesem mittelsten Punkt herauskommt, wenn du ein träumender Geist bist. Ist es so schwer zu verstehen? Nein, nicht. Du kannst dir den träumenden Geist ausdenken und du weißt ungefähr, wie ein träumender Geist funktioniert. Alles, was der in seinem Kopf sieht, was wir uns jetzt da reindenken in die Kiste, wenn er träumt, da kommt nichts von außen. Und wenn ein Geist träumt und nicht weiß, dass er träumt, erlebt er eine vollkommen normale Welt, bis er wach wird. Mein berühmtes, du schreckst schweißgebadet auf und sagst Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt. Ja. In dem Moment ist es natürlich nur feinstofflich, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst. Aber dann weißt du, es war in meinem Kopf. Aber nicht in dem Kopf, weil der hat ja nicht existiert, den du dir jetzt denkst, der Darkling ist. All das existiert ja in einem Traum nicht. Wenn du träumst, existiert dieser Körper nicht, an den du jetzt denkst, der da liegt und schläft, wenn du dir einen Traum in den Geist ausdenkst, sondern dann existiert der Körper, an den du jetzt in dem Moment denkst, wenn du an deinen Körper denkst. Der jetzt übrigens genau wieder aufgetaucht ist, nachdem ich das anspreche. Wie es mit allen Sachen ist, wie ich jetzt wieder sage, schnipp und meine zwei fettigen Sommerbrille auf der Nase. Ja. Und jetzt, wenn du hinschaust, wirst du feststellen, jetzt ist er da. Ja. Und so, ich schnipp, jetzt ist hinter dir ein Schrank, ein Holzschrank. Ja. Das ist so wichtig. Und jetzt mache ich was ganz Tolles hier. Klatsch, und vor dir hast du eine Tastatur. Schau dir die Tastatur an und jetzt mal ganz ehrlich, war die doch? Ja. Nee. Das ist so wichtig. Aus den Worten, die ich dir sage, weil die Worte die Ursache waren, dass du in dir diese Bilder aufgebaut hast. Diese Vorstellungen, diese Gefühle. Ja. Das Leichte ist so unendlich schwer zu verstehen für einen Komplizierdenker. Eben. Und da wirst du merken, das entblößt im wahrsten Sinne des Wortes auch die ganzen, die sich in die Stille meditieren, die Esoterik rezitieren, die sich dann als Deutsche indische Namen geben, wie blöd sind denn die? Deutsch, wie oft soll ich noch sagen? Deutsch, ich rede nicht von den blauen Deutschen. Von den Ausgedachten. Ich rede von Rot, Deus, Deus, die Teutonen, die Alemannen, die Männer Gottes, die Geistesfunken. Ich nenne sie ja am liebsten immer Geistesfunken. Ja. Das ist so. Darum ist es immer wieder du kleiner Geistesfunken. Klein beginnt mit Koll. Koll, ein, er. Ja.
Alles ist ein nicht existierendes Er. I/R. Das sind wir zwei in eins gedacht. Schön. Das ist die Lampe im Projektor, die ihre eigene Welt macht, in Abhängigkeit von dem blauen Ich, von dem Menschenleben, von dem Buch, das du zurzeit, dem Programm, die Rolle, die du spielst, baut auf ein Programm. Das ist dein Charakter, dein Abi, den hat man gerade. Schöpferisches Wissen deines Intellekts. Aber wie groß definierst du das schöpferische Wissen? Das Wort groß alleine. Ich muss euch eine kleine Geschichte noch erzählen. Gerne. Eine raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte, dass die Welt zu dir spricht. In jedem Moment. Ich war gestern mit meiner Ritter hier und jetzt gedacht, GE-Quadrat, SDR, Stern. SDR heißt das Geheimnis, wo ich mich verstecke, widerlegen, wenn du jetzt das SDR eingibst. Ja. Also stelle ich jetzt in den Bildern, sind mir nicht Zykloben, sondern in dem Zyklus steckt der, in den Zyklop steckt ja der Zyklus mit drin, das Siegelzeige, das ist das. Okay, und dann zeige ich die Geschichte. Ah, Entschuldigung, ich muss das weitermachen. Gestern, ich muss ans Zurückspringen, wenn mein Holger war das. Wir sind die Tour gefahren für euch. Jetzt wäre es fast gut, wenn ich die Karte herhole, aber erspare ich mir. Und dann erzähle ich mir, sind sie erst nach Röttenbach gefahren, am Versiegelweg vorbei. Dann sind wir nach Georgensgmünd gefahren und da ist der Planetenweg. Das ist also für den, der es nicht weiß, der Planetenweg ist in einer gewissen maßstabsgerechten Form, ist unser heliozentrisches Weltbild abgebildet. Da ist ziemlich im Zentrum von Georgensgmünd, heißt es, ist ein Fußweg. Und das ist also eine Kugel mit einer riesen Tafel, das ist die Sonne. Und jetzt maßstabsgetreu ist unser ganzes heliozentrisches Weltbild bis ganz am Ende der Pluton im Maßstab nur dementsprechend verkleinert, die Planeten und die Abstände der Planeten. Jetzt ausgedachterweise, das sind fast 10 Kilometer, wo dann der äußerste Planet ist. Und das ist ja sehr beeindruckend, also die Innen, wenn man das durchgeht, man hat die Sonne, dann kommt irgendwann einmal der Merkur und dann läufst du hier, will jetzt keine Meter maßstabsmäßig, das ist so klein, ist immer so ein Glaskästchen und dann hast du hier so einen kleinen Punkt, was noch ein kleinerer Punkt drum daneben ist, das ist unsere Erde mit dem Mond und dann schaust du ein Stück vor, wo vorher so eine Kugel war. Ja. Das ist original Maßstäbe und den kann man abgehen und das sind wir mit dem Rad gefahren. Okay. Und jetzt ist es interessant, dann erzähle ich, während wir da fahren, dann kommt dann nach zig Kilometern, kommt dann irgendwann an dem Weg wieder ein Kästchen, wo es dann hast, das ist jetzt der Saturn mit der Größe in dem Kästchen mit dem Beschreiben. Das ist relativ gerade. Und dann erzähle ich eben eine Geschichte, mein Michael Kubelmeier, KUB, der ist ja nicht nur Karate-Lehrer, der hat ja zeitlang auch hier in Schulen Sportunterricht und Schwimmunterricht gegeben, weil er so ist. Und der hat in Georgensgmünd, hat der im Hallenbad in der Schule, der hat ja Schwimmunterricht gegeben. Das war die Phase, wo ich so viel spazieren gegangen bin. Das ist hier 3000 Kilometer im Jahr. Das ist die Phase gewesen, wo ich hier die Ohrenbohrung hingeschrieben habe. Raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte. Und ich sage, dass ich einmal woanders hinkomme, weil ich mich nicht ins Auto setze. Ich fahre mit dir. Der hat immer so anderthalb Stunden seinen Schwimmunterricht. Ich fahre mit dir. Und dann, wenn du dann Unterricht machst, gehe ich da spazieren. Und ich gehe den Planetenweg und der endet in Spalt. Das war das erste Mal, wo ich da mitgefahren bin, da ist einmal in der Woche gewesen und ich sage, das schaffe ich in den anderthalb Stunden, die 10 Kilometer locker und dann bleibe ich, wo der letzte Punkt ist, in Spalt an der Kreuzung. Bleibe ich sitzen und dann kannst du mich dann abholen. Okay? Das war das erste Mal, musste ich dann so lange warten und das ist jetzt im Spalt, geht es dann ziemlich hoch und das bin ich mit dem Holger, mit dem Fahrer, da habe ich ihm die Geschichte erzählt, geht es von Spalt von der Kreuzung geht's nach Großweingarten hoch und da hat der Holger dann gemessen, das ist ein ganz kurzes Stück, da kann man Serventine hochfahren und man kann dann so einen kleinen Weg hochfahren, sagt er, das ist der Wahnsinn, wir sind jetzt hier auf eine kurze Strecke über 100 Meter Höhenmeter gemacht. Oh ja. Dann sind wir in Großweingarten und es war dann einmal, wo ich ihn erzähle, wo ich dann sage, pass auf, ich will nicht wieder da ewig sitzen, ich laufe dann Richtung Großweingarten und dann laufe ich weiter Richtung Stirn und dann geht es dann am Brombachsee nach Bleinfeld. Das ist jetzt eine Geschichte mit Städtenamen. Wenn du jetzt Holofeeling installiert hast, die Vordersprache, geht dir das Herz auf. Als ich erzählte, ich laufe diesen Planetenweg, das ist ja ein Erläufer, du läufst ja außen gar nicht, sondern du wechselst ja bloß Bilder aus. Genau. Der Weg führt also von der Sonne, wo ich losgelaufen bin, vom Zentrum, vom Sohn, ausgedachterweise in einen Spiegeltunnel rein, bis du an der Kreuzung kommst. Ja.
Okay. Das ist, diese Kreuzung ist im Zentrum von Spalt. SB, die Schwellen, die alternieren, Einheitskreis, haben in der Kreuzung eigentlich den Ruhepunkt. Ja. Okay? Ja. Diese Schwellen alternieren ja eigentlich nur in der Kreuzung in dem Punkt. Mhm. Jetzt wird es interessant. Dann habe ich 100 Höhenmeter, wo der Holger festgestellt hat mit seinem GPS. Ja. Komme ich dann oben wieder an der Kreuzung an einen ausgedachten Punkt. Und zwar heißt der Ort Großweingarten. Geros, genau. Der Geist von Ross. Jesus. Jesus, genau. Ist doppelt aufgespannt ein. Großweingarten. Ganz nebenbei, das hebräische Wort für ein schreibt sich JJ nun. JJ 1070. Das ist das hebräische, ganz noch das hebräische Wort für. Jetzt kann ich das natürlich hier. Das erste J mache ich rot. Da ist der Geist, der Gottes, der Geist des Funken, der mit seinem Intellekt Existenzen erzeugt. Passt. Das ist dieses 1070 ist 80 mit seinem Wissen. 10 und 70 ist ja 80, ist das Wissen. Das führt uns übrigens zu dem Fetting. Jetzt ganz kurz, mein Fetting, wenn du das Fetting anschaust, das beginnt jetzt erst einmal mit FE, dann machen wir FE, das heißt hier. Und nun, ich sehe jetzt nun zwei Existenzen vor mir, die eigentlich nur ein Geist sind, darum nenne ich das mein Fetting. M-A-I-N. Vom Nicht-Existieren entstehen diese zwei Fettings. Jetzt macht die Peter und der Marco dann Sinn. Dann haben wir unsere 2TT und das ist ja immer Pi. Ja. 400, 400 gelesen. Ich kann natürlich auch 9, 9 lesen. Ja. Spiegel, Hübel, Spiegel drüben, dann kriegst du 18. Das bin ich im Zentrum. Sehr schön. Bei Taf Taf gelesen 400, 400, da gibt es das NP, wo ich immer sage, das Pi, die Weisheit Gottes. Das ist ja wie das Pi-Zeichen, die zwei großen T's, wenn man aneinander schieben, oder 99, kann man ja genauso darstellen, dann wird es die 18, dann wird es ich. Und das Ganze ist in G. Das ist das göttliche Sein des Geistes, weil ich doch schon seit ersten Tag, seit 25 Jahren behaupte, dass ich du bin. Und ich rede ja immer bloß mit den Fetting, auf der Brödel-Ebene, manchmal mit Peter, manchmal mit der Margot, aber die verstehen mich sowieso nicht, weil das ja bloß meine Gedanken sind. Ja. Dasselbe war mit dem Don I. Das ist ja nach wie vor, meine Helene ist ja immer noch, in meinem Ding ist es immer noch das Doni. Das gilt auch für dich mit deinem Namen. Das, wenn ich immer hier mein Holger, H-All, das ist immer noch die Welle, aber da ist ein K-All mit dem Hintergrund, wenn ich mit dem zu tun habe. Ja. Ja. Das ist verbundenes Bewusstsein, der Kallus. Ja. Oder mein Professor Johannes, mein Zwillingsbruder, ihr wisst ja, Johannes der Täufer und der Jesus sind ja Halbbrüder im Geiste. Ja. So, du hast ja K-Alls. Ja. Das ist wie göttliches Bewusstsein. Ja. Ich kann das auch mit deinem, meine Ritter ist ja eine Richter. Ri heißt ja flüssig werden. Da, die Ritter, wo jetzt immer auftaucht, Ri heißt flüssig werden und da heißt ja Wachraum. Aber Rich ist Geruch. Rich, R-I-Chat, ist Geruch. Und Geruch wiederum Ruach, Geist. Ruach, der Geist in den vier Weltgegenden und das T-R heißt in der Reiche, in der Spiegelwahrnehmung. Ja, schön. Das geht mit allen. Jetzt kommen wir dann zu den, so kannst du mal Namen auffächern? Dann lächle ich so, selbstverständlich kann ich das. Hey, ich bin's. Klar. Magst du Frage das? Beantwortet. Nein, das mache ich nicht für dich. Ich bin dabei, dass du es selber machen kannst. Da musst du etwas lernen, wenn es dich interessiert. Kann aber auch in Sackgassen führen. Ja, ja, ja. Einbahnstraßen. Ja. Das ist jede wissenschaftliche Sichtweise, mein Puzzlestück, wo du in Sackgassen reinläufst. Die enden alle in einem Nichts. Führen dich aber nicht zum Ganzen, da brauchst du die mystische Sichtweise. Denk an die alten Beispiele der letzten 20 Jahre. Ja. Der Weg des Mystikers und der Weg des Wissenschaftlers. Auf unseren ganzen Mensch-Standwerfer bezogen, der Weg des Wissenschaftlers ist der Weg von einem Geist, der sich verringert und wieder verringert und wieder verringert, bis er sich auflöst, weil er nach außen gegangen ist. Von außen nach innen muss führen der Weg wieder zu dem ewigen Licht, das immer brennt.
zu dem Wasser. Ich gebe euch Wasser des ewigen Lebens zu trinken. Dieses rot geschriebene Wasser von Elayom ist auch Licht und ist die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, so steht es in den Physikbüchern. Es ist aber nicht diese Energie, die wir verbrauchen, weil das schon wieder blaue Energie ausgedacht ist, die wir erschaffen in Atomkraftwerken oder in Thermokraftwerken oder was auch immer. Ausgedachtes, Existierendes ist nicht für die Ewigkeit. Du wirst es, es wird dir nicht gelingen, egal an was du denkst, es am Leben zu erhalten, weil dann darfst du nichts mehr anders denken. Es sind so extrem einfache Sätze. Du kannst dann wiederholen. Aber das verschleißt dann wie die Funken, die nach außen gehen. Ja. Ja. Und wenn du mich jetzt hörst, bist du ewig. Das ist, wenn ich immer wieder darauf hinweise, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du musst dann dein jetzigen Leben als Mensch, als Brösel nichts verändern. Ich sage, ihr wisst es, ich mische mich in die Leben überhaupt nicht ein. Stimmt. Höchstens wie ein Wegweiser. Mhm. Und dann wollen die mal Beweise, diese Beweise soll ich euch doch geben, das Wissen, das ich euch konfrontiere, überragt wirklich jegliche Form von menschlichem Wissen, von Religion und geistige Welten. Absolut. Ohne irgendein kleines Puzzlestück zu schmälern. Darum habe ich mal ein Beispiel mit dem Kabelstecker, wo ich dir sage, ich behaupte nicht, dass der Motor in einem Auto wichtiger zum Autofahren ist für die Fortbewegung wie ein ganz winzig kleiner Stecker. Mhm. Ich ziehe einen Stecker ab, ich tue ihn nicht einmal aus dem Automobil raus. Ich nehme ihn bloß von der Kurve weg. Und dann wirst du im Prinzip denselben Effekt verspüren, wie wenn ich einen ganzen Motor rausbaue. Du wirst keinen Meter von der Stelle fahren können. Stimmt. Du bist dieser Kabelstecker. Wenn du nicht funktionierst, funktioniert die ganze Welt nicht. Weil die Welt wird doch von dir erschaffen in deiner momentanen Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Also den einzigen, den du verändern sollst, ohne was zu verändern. Ja. Er widerspricht sich ja laufend, höre ich dann wieder. Nein, ich widerspreche mich nicht. Es gibt nämlich das Phänomen der Vervollkommnung. Heil. Heil machen. Ja. Genau. Dann entsteht was Neues, was vollkommen Neues. Das ist die große Sache. Wir lassen alle jegliche Vorstellung von richtig gleich. Jeder, der wo was verbessert, die haben dann immer von einem Bein wieder Jakob, wenn er zu Israel von einem Bein auf dem anderen. Die wollen gesund sein, die wollen reich sein, das will ich nicht. Und das ändert sich auch wie die Stimmung, wie mit Hunger und Satt, mein schönes Beispiel. Ja, das Ziel, das du hast, wenn du hungrig bist, ist satt zu sein. Und wenn du dann richtig übermächtig satt bist, dann fühlst du dich sowas von beschissen. Das ist so einfach, dass ich immer wieder nur sagen kann, bitte erklär, wenn du total überfressen bist, dass du fast kotzen könntest. Erklär nicht einen, der jetzt einen Hunger hat, der in dir auftaucht, du würdest sofort mit ihm tauschen. Er wird sofort mitmachen, weil er blöd ist. Weil er meint, die Seligkeit liegt im Sattsein. Die absolute Seligkeit liegt genau in der Mitte. Und das Leben ist eben dieser Wechsel wie ein- und ausatmen. Ich sagte Udo immer, und dann lassen wir es jetzt gut sein, du wirst irgendwann einmal begreifen, dass das Kacken genauso viel Freude macht wie das Essen. Stimmt. Aber das Essen macht Freude, wenn du einen Hunger hast, und das Kacken ist, wenn du einen richtigen Druck, wenn du richtig voll bist, hast du Freude aufs Kacken. Jetzt muss ich aber unbedingt auf das Klo. Jetzt sind wir schon, das hast du aber sein alles. Und dann kriegen wir plötzlich, wir nennen das ja auch zum Beispiel hier WC, doppelt aufgespanntes C-Quadrat. Ja. Das nennen wir Water Closet. Closed. Im Wasser schließt sich wieder alles, wenn ich das Wasser als Elhoyum lesen tue. Einfach herrlich. Ich das Klo, nein, alles. Jetzt habe ich gerade den Kopf gehabt, ich wollte dir das Zickzack noch zeigen, aber jedes Wort ist ein Kleinod, wo ich wirklich nur anspreche. Wenn einmal die Grundlagen da sind, kann man das nicht so viel sprechen, was ich jetzt absichtlich immer mache, um neugierig zu machen. Mhm. Aber auch hier wieder das Gegenteil, du musst es überhaupt nicht wissen. Du könntest es komplett ohne überhaupt bisher, wie bisher bei den meisten, das für dich, wenn du hebräisches Zeichen siehst, wie wenn du chinesisches Zeichen siehst oder arabische Zeichen siehst, dass du da gar nicht reagieren musst, weil das nicht wichtig ist, um innere Glückseligkeit und inneren Frieden zu finden in sich. Mhm. Was du musst zu einer roten, absolut allumfassenden Liebe werden. Dass du wirklich alles, was in dir auftaucht, lieben kannst. Dass du jetzt einfach nur beobachtest, dass da viele Sachen sind, die dir Angst machen, die dich abstoßen, die du widerlich empfindest.
Corona. Und selbst das, dass du so reagierst, sollst du lieben als wertfreier Beobachter. Du sollst aufhören, das, was du beobachtest, irgendwie einseitig zu werden. Ja. Du kannst Einseitigkeiten, kannst du vollkommen, das ist, da musst du dir aber zuerst deine eigene Einseitigkeit bewusst werden. Ja, eben. Genau. Das ist so simple Beispiele, wenn du alle Beispiele hast. Willst du deine Welt verändern, verändert zuerst einmal dein Land, verändert deine Stadt, verändere deine Partei oder die Freundepartie in der Kirche. Das sind immer die ganzen Gruppen, die sind so, die stehen von außen, die sehen so hinter sich, bis du reinschaust. Ja, genau. So erbärmliche Kreaturen. Allerdings. Von mir aus gesagt. Normal halt, normiert, normal einseitig normiert. Es ist so unendlich erbärmlich hier, wie Leute, wie geistlos sind, irgendwelche Geistesfunken, die sowas in irgendeiner Form bewundern oder meinen, die sind mächtig. Was soll mächtig? Wenn du absolut im Jetzt bist, was du erstes und zweites Gebot. Hör auf, dir ein Bild von dir selber zu machen. Einseitige Aussage, merkst du das? Selbstverständlich darfst du dir ein Bild von dir machen, aber wissen, das, was ich jetzt denke, bin ich nicht. Das ist bloß eine Information von mir, eine Welle, die in mir auftaucht. Ich bin ja immer. Das, was immer ist, das kann nicht gedacht werden. Egal, an was du denkst, das bist nicht du. Das ist gemeint. 200 Gramm rote Gnede, die wir uns jetzt denken, sind auch nur, wenn wir sie denken, aber die ist rot. Das spielt. Das spielt. Es verändert nichts an dem. Und da ist dieser Satz, wenn du mich jetzt sprechen hörst, du kannst dir bewusst machen, wenn du jetzt rein im Gedanken natürlich immer hier und jetzt gedacht zurückgehst, zurückblätterst in deinem Wissen, dass egal an welcher Stelle du dich jetzt hindenkst, dass der diese Stelle, diese Seite, diese Zeile in seinem Lebensbuch erlebt hat, das, was du jetzt praktisch jetzt schlagartig wieder jetzt hochholst, dass du als der es erlebt hat, damals komplett dasselbe Ich warst wie jetzt. Ja. Wenn du dich einmal komplett gelöst hast, dich mit einem Gedanken von dir zu wechseln, dass nicht ein Hauch ist, dass du dich älter fühlst. Stimmt oder stimmt? Egal, ob du glaubst, der Peter zu sein, die Marco zu sein oder der zu sein, glaubst du, an den du jetzt denkst, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. Aber wenn das doch verstanden ist, für was hast du dann eigentlich noch Angst? Ja. Dass du ja sogar dann da bist, wenn du nicht an den Körper denkst. Also wieso bist du so bestrebt, diesen scheiß Krückenkörper möglichst lang fit zu halten, Peter? Das ist die Quelle von Leid. Ja, gute Frage. Selbst da habe ich mich nicht eingemischt. Du kennst, ich fange da nicht nochmal an mit unserem alten Beispiel. Ja. Das ist, und du musst alles, was du anhäufst, musst du wieder abbauen. Aber da gibt es dann natürlich auch wieder ein paar Filmmöglichkeiten, wo ich sage, die Gnade. Dieses Vergeben, ich vergebe dich, ich begnadige dich, das ist die Macht. Wenn du erkennst, wie unendlich weh du dir mit diesem fehlerhaften Programm, mit dem Wahn der Rechthaberei selbst getan hast, vergib dir doch selber, kannst du dir selber vergeben? Das ist ein Akt des Loslassens. Ich habe so viele ganz kindgerechte, einfache Beispiele, die keiner für voll nimmt, und wenn ich dann ein bisschen genauer bin, dann sagt jeder, da kommt ja keiner mit. Ich habe da so eine kleine mit meinem Holger, der sagt, ich habe ein altes Selbstgespräch, was jetzt nochmal was er gesagt hat, was ihn so extrem beeindruckt hat, wo er ganz am Anfang mit Holo Feeling, was er fast weggepfiffen hat, weil er sagt, und dann hat das Pixelmännchen der Udo fast Tränen in den Augen gehabt. Das hat ihn so ergriffen, weil ich gesagt habe, und wenn du mich nicht verstehst, damals, das sage ich jetzt nochmal ohne Tränen in den Augen, jetzt bin ich aber abgestumpft. Wenn du mich nicht verstehst, ist es nicht deine Schuld. Ja, das ist meine Schuld, weil ich es dir noch nicht perfekt genug erklären kann. Aber seitdem habe ich gewaltig an mir gearbeitet. Aber irgendwann kommt eine Grenze, dass du einfach die Reife des Geistes von mir jetzt beim Menschen siehst. Und dann muss ich halt mit einem 4- oder 5-Jährigen anders reden, wie mit einem 9-Jährigen. Und mit denen rede ich anders, wie ich mit einem 18-Jährigen reden tue. Und mit denen rede ich anders, wie ich mit einem 40-Jährigen rede. Und mit so alten Krücken wie mit euch kann ich nochmal anders reden. Ja. Vorausgesetzt, es ist auch eine gewisse Entwicklung des Bewusstseins im Hintergrund. Und ich rede jetzt des Bewusstseins und nicht von irgendwelchen intellektuellen Wissen. Weil aufgrund der einfachen Sätze kann das wirklich, wie ich immer sage, ich bin der erste jeder 13-Jährige verstehen. Stimmt. Genau. Die 13 nämlich wegen dem Echert. Ja. Er muss Liebe werden, weil er ist ja auch einer. Er ist ja eigentlich der Erste. In seinem Traum, in deinem Traum bist du der Erste. Ja. Das heißt, du bist jetzt der Erste in deinem Traum, weil alles, was ich dir als Udo erzähle,
träumst ja du. Du musst nur begreifen, dass alles, was ich jetzt als Udo in einem Traum mache, wenn ich ihn dir in Erscheinung drehe, das kann auch aus der Fetzpapier, wenn du die Ohrenbaudungen liest, dann wirst du aber schon feststellen, dass die in einer Ich-Form aufgebaut sind. Dass das Selbstgespräche sind. Ja, immer wieder. Du bist auch das rote Selbst. Mhm. Ja. Das ist die Andersartigkeit. Ja. Da nützen dir die Trepperwein nichts, der dann doch immer noch weltlich und die ganzen Lebensberater, die dir erklären, wie du glücklich wirst, glücklich in blauer Form, ist ja unglücklich, wie du reich wirst, wie du Karriere machen kannst. Das sind Sackgassen, das sind eigentlich die Bösen, das sind die Scheiter in dir, die dich in Sackgassen reintreiben. Ja. Bis du das durchschaust, dass das gar nicht der Sinn, das Ziel deines Lebens ist, das dann mal zu erkennen, dass du kein sterbliches Säugetier bist. Und du bist auch keine ausgedachte Seele. Ja. Ich soll jetzt, wenn ich sage, du bist der Schöpfer für die Traumwelt, du bist der Gott für die Traumwelt, denkt man schon wieder an jemanden. An den Denker, der sich aus den träumenden Geist, der bist du eigentlich auch nicht. Du bist der, der sich jetzt erst einmal zum träumenden Geist setzt. Mhm. Der sich den träumenden Geist ausdenkt und sagt, das bin ich. Du bist nie was Ausgedachtes. Ja. Dann könnte ich sagen, nein, du bist der, der sich jetzt am Ausdenken, der sich selbst als Träumer, dann wirst du meinen, das ist ja schon wieder verletzt. Der ist ja immer noch was ausgegangen. Ja, ja. So wirst du irgendwann noch mal ein Gefühl kriegen für das, dass du ein absolutes Nichts bist. Nicht denkbar. Das ist in unserer Parallele, die nie auseinander ist. Wenn wir die jetzt stellen, das ist ein Punkt, wo eigentlich alles eins ist. Immer zum Mittelpunkt. Wenn wir das runterspinnen, haben wir auf der einen Seite 0 und dann haben wir das Koma und nochmal 0, bis ins Unendliche. Das Ganze kann man jetzt, das ist in der Mutation etwas aufgestellt, auch dann wieder, wenn man hier dann das 1 durch 9, wo man 0,1111111111 und dann kriegen wir irgendwann einmal die 0,D3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  ist immer die Reihe, geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel. Aber diese Reihe, diese Spiegelwanne befindet sich in dem allerersten und der ist jetzt keine Fläche, sondern ein Punkt. Ja. Das ist das, wo noch 0,00000 ist, dann ist das 1 die zwei Seiten und dann klaffen das auseinander bis ins Unendliche. Mhm. Und das kann man jetzt spiegeln, wenn du, jetzt habe ich ausgemacht, schau dir ja nicht nochmal ein, wenn wir in diese Röhre reinschauen, ist das, was ich in der Unendlichkeit als Punkt sehe, weil ich ja der rote Abschlussspiegel bin, muss ich umdrehen, dass ich der Punkt bin, der das vor sich aufspannt. Ja, genau. Das gespiegelte Denken geht aber jetzt, ich mache immer zuerst einmal, verstehe die zwei Seiten. Und es dreht sich ja dann doppelt. Dann wirst du irgendwann verstehen, jetzt mit dem Spiegel bin ich so oft drauf eingegangen. Jetzt werden wir wahrscheinlich intellektuell. Das brauchst du nicht, das musst du nicht wissen, um glücklich zu sein. Es reicht, wenn du das Erste, wenn du wirklich verstehst, was du bist immer. Ja. Du wurdest niemals in einer jetzt von dir gedachten Vergangenheit geboren, die erschaffst du jetzt, was du auch immer denkst, wenn du an dich denkst, wie du in die Welt gekommen bist. Du wirst niemals in die Welt hineingehen, das Gläsern mehr. Die Welt ist in dir. Der gelbe UB ist im roten Adam. Ja. Eben. Ja. Das rote Ich ist im gelben. Das ist diese wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ich habe vor 2000 Jahren schon erklärt, ich habe mich mittlerweile etwas weiterentwickelt, chronologisch gedacht. Damals hätte ich dir keinen Computer erklären müssen. Den habe ich nur erschaffen, dass ich dir das erklären kann, wie du funktionierst. Ich habe gesagt, ich arbeite an mir, mich immer besser anzupassen an Erklärungsmodelle. Aber wir sind immer noch in der Basic-Logik mit dem ganzen Zeug. Auch die ganzen Science-Fiction-Filme in Warp-Antrieb, Raum, Krümmung, Wurmlöcher und so weiter. Das sind alles Sackgassen. Die lösen sich komplett auf, wenn du das Grundprinzip verstanden hast und dann wirst du merken, das steht mit den ganzen physikalischen Formeln, Feinstrukturkonstante, arithmetischen Formeln, Pi, Eulersche Zahl, alles zahlentechnisch in dieser Reihe in der Dora drin. Ihr wisst. Ja. Das, wenn ich Physiker zeige, die sind hin und weg, die drehen sich rum, das geht über den Arsch vorbei, weil ich offensichtlich merke, da ist kein Geist hinter der Maske. Und selbst wenn das dann eine machen, bin ich dann so frei, dass ich sage, mach dein Ding weiter, weil die um dich rum werden es eh nicht verstehen. Ich kann bloß dich wach machen. Ich kann bloß den Geist wach machen, der mich jetzt ausdenkt. Genau. Du kannst dich ausprobieren mit Menschen. Wenn du Glück hast, findest du ein oder zwei. Ich habe mittlerweile ein paar Brüssel, die drauf resonieren.
Eine schwache Ausbeute, wenn ich ja Sektenführer bin, wenn ich jetzt sage, meine berühmten 100 Affen, wo ich sage, die aus Gröbsten draußen sind, nach 25 Jahren fast rund um die Wasserbeine, habe ich 25 Höfchen so weit gebracht, dass sie auch nicht im Haus verstehen. Und manche sind infiziert, die haben angebissen. Oh ja. Was ist Zeit, oder? Das ist Zeit. Und sage ich ja, irgendwie muss mir ja die Ewigkeit rumbringen. Ja. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Wollen wir noch eine Runde leben? Ja. Gleich.